ready auf diese Matchups, weil wir haben jetzt hier, wie gesagt, ein unglaublich spannendes Match jetzt hier wieder vor uns. Und ich hoffe natürlich, ihr seid hier auch gleich gespannt wie ich. Ich muss auf der anderen Seite jetzt erst nochmal ein paar Sachen löschen. So. Also, das heißt natürlich, wir sind soweit, jetzt hier das Ganze jetzt hier nochmal reinzugehen. Jetzt auch in den Map-Bahn, of course, hinein. Haben jetzt hier natürlich das, ja, schon eine längere Pause jetzt hinter uns. Und das heißt natürlich, wir gehen jetzt hier mittlerweile auch kurz in das Protokoll hinein und gucken natürlich, was jetzt hier alles gespielt wird. Erster Bann jetzt hier mittlerweile von den Jungs hier natürlich von Fact, wenn ich mich nicht ganz täusche. Genau, Fact bannt jetzt hier als erstes. Die Jungs starten mit einem interessanten ersten Bann, nämlich wird jetzt hier erstmal Villa rausgebannt und Feedback auf der anderen Seite. Das heißt natürlich, wir haben jetzt hier zwei sehr, sehr interessante ersten Bands, sind natürlich zwei rotationsgroße Maps, die jetzt hier am Anfang gleich rausgeschossen werden. Fact Gaming Founder Squad natürlich auf der einen Seite, Villa, Feedback auf der anderen Seite von UAV Sports Academy. Und wie gesagt, beide Maps haben sehr, sehr viele Rotationsmöglichkeiten. Sie sind groß, sie können, du kannst sie gut ausspielen. Und das ist natürlich interessant, dass man jetzt die zwei als erstes bannt. Dann kommt natürlich diese erste Wahl und wieder sehen wir Oregon als erstes jetzt hier auf seitens von Fact Gaming. Auch hier wieder sehr interessant, dann kommt natürlich ein weiterer Pick von E-Wave und auch der ist nicht von schlechten Eltern. Wie gesagt, Oregon haben wir schon mehrmals gesehen, eine sehr ausgeglichene Map, Kaffee, eine sehr, sehr strategische Map, meiner Meinung nach auch sehr Defender-lastig in diesem Falle. Sind wir natürlich auch hier wieder sehr gespannt, wer das Ganze wieder rausnehmen wird. Und zu guter Letzt kommen natürlich jetzt auch nochmal die letzten Buns jetzt hier nochmal wieder eine, ja, über die Hügel, ist nämlich Coastline, wird jetzt hier erst einmal von Fact rausgebannt auf der... Oh. Ja, ich dachte schon, dass ich es geedit habe. Jax. Dann haben wir natürlich auf der anderen Seite, ui, tatsächlich Consulate, die jetzt hier nochmal rausgepickt wird von E-Wave. Und somit, meine lieben Damen und Herren, wird unsere Decider-Map, also Clubhouse sein, jetzt hier mittlerweile zu unserem letzten Spiel vom heutigen Tage. Wie gesagt, morgen um 13 Uhr geht's los mit dem ersten Halbfinale. Dann natürlich das zweite Halbfinale direkt anschließen und zu guter Letzt natürlich das große Finale dann auch um diesen ersten Spot in, dem, in der Divisions hier vom Clash of Royals. Natürlich dann anschließend nach dem Match, aber das wie gesagt erst morgen. Wir gehen jetzt hier mittlerweile in unser erstes wirklich interessantes Best of 3 hinein hier vom Clash of Royals. Und meine lieben Damen und Herren, Ladies und Gentlemen, cheers nochmal, holt euch ein bisschen Popcorn und ich würde mal sagen, wir warten jetzt hier gar nicht allzu lange und dann starten wir hier hinein in unser erstes Best of 3 hier vom Clash of Royals Season 2. Let's go. So, auf der anderen Seite machen wir doch jetzt hier auch erstmal einen kleinen Poll für euch bereit, wo ihr natürlich gerne mal entscheiden könnt, was ihr denkt, wer das Ganze jetzt heute hier auf dieser ersten Map jetzt hier natürlich gewinnen wird. Werdet ihr denken, dass es E-Wave ist, wer oder ist es natürlich, ja, wer holt? So, also, der Poll ist draußen. Ihr könnt jetzt hier natürlich noch ein bisschen abstimmen, wer ihr denkt. Wie gesagt, es sind keine Predictions. Und das heißt natürlich, auf der anderen Seite laden wir jetzt hier mittlerweile auch die ersten Spieler natürlich nochmal hinein. Und sind natürlich auch da, wie gesagt, sehr gespannt, wie gesagt, wer das jetzt hier als erstes picken wird. Erstmal moin natürlich an alle 80 Zuschauer. Schön, dass ihr den Weg auf meinen Kanal gefunden habt hier. Wie gesagt, zu unserem zweiten Auftaktstag hier zur Clash of Royals, der Clash of Royals, Deutsch, of Royals Qualifier. Und ja, wie gesagt, wir haben jetzt natürlich ein paar mega, mega geiles, geile Matches schon hinter uns. Wir haben Hawk gegen das Team von Dings gesehen. Hawk gegen, Jesus Christ, gegen Déjà-vu gestern. Dann haben wir Jägersoft Artemis gegen AYB gesehen. Dann vorher erst gerade Ruhrsports Academy gegen Fraternity Mixed. Und jetzt hier natürlich zu guter Letzt vom heutigen Tage nochmal Fact gegen E-Wave Esports Academy. Nochmal unser erstes Best of 3. Wer ist dieser E-Wave? Ha, lol. Also wie gesagt, wir laden jetzt hier nochmal die Spieler nochmal hinein und das heißt natürlich auf der anderen Seite machen wir jetzt gleich auch noch kurz mit E-Wave. So, das heißt natürlich, wir können jetzt hier mittlerweile nochmal kurz gucken, wer wo starten wird und dann geht es jetzt hier, wie gesagt, ganz, ganz gespannt hinein in unser erstes Game, of course.
Und ja, E-Wave startet tatsächlich als erstes in der Defense jetzt hier auf unserer ersten Map. Was natürlich auch hier wieder sehr interessant ist. So. So, meine lieben Damen und Herren, wie gesagt, erste Map wird es hier Oregon sein, zweite Map wird Kaffee sein und dritte Map wird Clubhouse sein. Meine lieben Damen und Herren, macht Hype in den Chat und wie gesagt, wenn ihr natürlich auf der anderen Seite Wupjocks gegen E-Wave Esports Youngsters sehen wollt, Ausrufezeichen Core-Caster und dann findet ihr den Account von dem lieben Toast Pro Dorni, geht auf den Link von Toast Pro Dorni, unterstützt ihn und könnt natürlich auch das Match hier parallel dazu angucken. Das wird natürlich als letztes sein. Und das heißt natürlich, wir machen jetzt hier nochmal alle Sachen nochmal zu. Sind natürlich, wie gesagt, nochmal mega, mega gespannt auf dieses Matchup. Und dann geht es jetzt hier hinein in unser letztes Match vom heutigen Tage. Best of 3 Fact gegen E-Wave. Wir machen jetzt hier nochmal alle Fenster nochmal zu. Das sind natürlich hier, ready, dass alle natürlich ready sein können. 4 Minuten jetzt hier noch, ich meine 4 Spieler bis hier noch zum Starten, dann geht es hier natürlich los in dieses Game. Meine lieben Damen und Herren, wir gucken natürlich auch gerne da nochmal kurz auf diesen ersten Poll nochmal. Und Fact gerade mit 42 Votes hier gerade auf dem allerersten Dings. Und Fact Gaming ist natürlich auch hier in diesem Fall auch ein bisschen dieses favorisierende Team. Die Jungs sind in der Major League, in der Ultimate League, der DSB, das gleiche gilt auch zu EWAVE Esports Academy. Die haben ja den Spot von EWAVE Esports Youngsters genommen. Und somit sind natürlich die Jungs jetzt hier von Fact, wie gesagt, auch dort schon mal gegeneinander. Ich weiß nicht ganz genau, wann die gegeneinander antreten werden. Das können wir natürlich nachher... wollen wir das jetzt schon mal nachgucken? Wir können das jetzt schon mal nachgucken. Wir starten also jetzt ganz kurz nochmal dieses wunderschöne Ding. Und gucken wir natürlich auch noch gerne mal kurz, wer jetzt hier... In welchem Spieltag die Jungs jetzt hier natürlich gegeneinander antreten werden. Müssen jetzt hier aber erstmal auf diesen... Dings nochmal gehen, Ultimate League Season 12, da startet ja auch in 3 Tagen mittlerweile die erste Liga und tatsächlich werden die jetzt hier im wunderschönen Gott, das könnte eine Zeit schon dauern. Erst? Okay, right. Die treten erst zu spät gegeneinander an. Alright, okay. Die treten anscheinend also erst im, im 7. Spieltag der DSBL das erste Mal gegeneinander. Das heißt, das wird ja so ein kleines Vormatch zu den sein. Währenddessen warten wir noch auf einen Spieler. Und wie gesagt, wir haben E-Wave gerade mit Flakes, Reezy, Gravity, Kyrex und Benji. Flakes und Benji natürlich früher bei Next Destiny gewesen. Dann zu gar kein Bock LFO, zu Wupjocks. Und dann haben sie sich dort gesplittet. Aber die zwei sind natürlich zusammengestickt. Auf der anderen Seite haben wir natürlich Reezy, auch er natürlich einen ziemlich starken Spieler auch hier wieder dabei. Wir haben Gravity, der bei seiner Karriere bei Equinox Gaming Delta, dann zu Vortex Delta, dann zu Speechless, zu Turtle und zu guter Letzt halt bei E-Wave, Kyrex natürlich bei Deep Gaming Industries dabei war. Also auch da eine sehr, sehr markante Vergangenheit. Das Team von Fact Gaming Founder Squad ist natürlich auch schon seit einer Ewigkeit zusammen. Ich kenne deren Laufweg jetzt ganz ehrlich nicht 100%, aber das ist natürlich jetzt hier nochmal sehr interessant, hier nochmal das zu sehen. Und währenddessen machen wir natürlich jetzt auch hier erstmal das Ganze wieder zum Start. Machen jetzt hier natürlich auch mal das andere jetzt hier zum Start, wo wir natürlich jetzt hier eure Punkte nicht sehen. Und wie gesagt, wir machen jetzt hier nochmal kurz alles da. So. Also, wie gesagt, wir warten auf diesen letzten Spieler, um genau zu sein.
dass wir natürlich jetzt hier in dieses Matchup hier hinein starten können. So, der Spieler ist da und meine lieben Damen und Herren, Ladies und Gentlemen, seid ihr ready, das Ding jetzt hier loszulegen? Fact Gaming gegen E-Wave Esports Academy. Und wie gesagt, erste Map wird jetzt hier Oregon sein. Wir haben Oregon schon mal gesehen. E-Wave ist ready. Ist Fact Gaming ready? Das ist die Frage. Trommelwirbel, meine lieben Damen und Herren. Ich muss erstmal wieder auf Server wieder zurückgehen. Da. Könnt natürlich jetzt hier nochmal sehen. Wie gesagt, auch schön, dass natürlich die anderen jetzt hier bei beim lieben Toastbro Dorn jetzt nochmal vorbeigucken. Und wie gesagt, Fact gegen E-Wave. Leute, macht nochmal ein bisschen Hype in den Chat rein. Dann starten wir jetzt hier finally los. Fact is ready. Meine lieben Damen und Herren, Oregon wird nicht nur bereit sein. E-Wave ist in der Defense. Fact in der Attack. Wir starten hinein in die Ingame-Szene jetzt hier. Mittlerweile von unserem zweiten Matchup hier zwischen Fact und E-Wave. Esports Academy Best of 3. Let's go! Natürlich schön, alle 84 Zuschauer hier mittlerweile begrüßen zu können in unserem wunderschönen Matchup, of course. Und wie gesagt, morgen wird jedes Halbfinale gecastet. Die Gewinner von diesem Match spielen dann entweder gegen E-Wave Youngstars oder gegen Wupchocks. Und natürlich auf der anderen Seite werden wir das Halbfinale entweder zwischen Ruhrsports Academy oder natürlich Dings sehen. Ruhrsports Academy oder wie heißen sie schon jetzt wieder? Oder Experience, Sapphire oder natürlich auf der anderen Seite Indicator, doch, Jesus, Indicator, Danube, nee, nicht Danube, egal, oder natürlich Eutacticum, also auch da warten wir natürlich auch auf ein letztes Ergebnis, bevor wir natürlich dort auch in die letzte Matchup hier einstarten. Und wie gesagt, währenddessen haben wir jetzt hier natürlich diese ersten zwei Bands jetzt hier mittlerweile über die Bühne bekommen. Der erste Band natürlich auf der einen Seite ist jetzt hier erstmal ein Thatcher, wie auch der zweite Band ein Maverick. Also du hast jetzt hier zwei Default-Bands, sind beide Breach-Supporter, die du jetzt hier erst nochmal rausholst, was natürlich interessant ist. Viele Claire muss man dann nicht, halt wie gesagt, einfach dieser Attic Breach, der klar nicht so 100% unopenbar ist, jetzt ohne diese zwei Operator, aber natürlich vor allem der Construction Breach, der jetzt hier noch ein bisschen schwerer würde. So, währenddessen haben wir auch Omai, der jetzt hier mittlerweile heute zum zweiten Mal gebannt wird und tatsächlich zum ersten Mal auch Mira. Und das heißt natürlich, wir tappen jetzt hier nochmal raus, machen jetzt hier nochmal die Operators und dann geht es hier natürlich endlich hinein, meine lieben Damen und Herren, in unseren Spieltag. Ja, Nummer 2 natürlich, der ersten Qualifier. Nochmal die Jungs hier, CS, Bongo, Kamatic, Fashi und Kofsen jetzt hier gegen Flakes, Reezy, Gravity, Kyrex und Benji. Natürlich hier zu unserem wunderschönen Viertelfinale des Clash of Royals. Qualifier Nummer 1 hier in unserem, ja, für Season 2 natürlich. So, erste Defense wird jetzt hier erstmal auf dem Meeting sein von E-Wave. Also sind wir natürlich auch da immer noch sehr gespannt, ob tatsächlich jetzt hier E-Wave ihre erste Defense auf Meeting Kitchen, was natürlich eine sehr interessante erste Objective ist, gewinnen wird. Oder ob tatsächlich das Team von Fact Gaming jetzt hier diesen ersten Punkt holen kann. Runde Nummer 1, meine lieben Damen und Herren, let's go. Ich hoffe natürlich, ich habe den Bildschirm, ja, ich habe das alles gewechselt und ich habe die Ingame-Szene noch nicht gemutet. Yikes. Also, wie gesagt, wir gehen jetzt hier mittlerweile in Runde Nummer 1 hinein, gucken natürlich auch da jetzt hier nochmal das Ganze mal an. Und wie es aussieht, bestricht sich jetzt hier Fact Gaming erst nochmal ein bisschen hinten bei ihrem Spawn, bis man jetzt erst überhaupt mit der Drohne reingeht. Also nochmal ein erstes interessantes Objective, was man jetzt hier von E-Wave natürlich anspielen kann. Man will jetzt ja natürlich erstmal diesen dritten unbeliebten Spot spielen. Das heißt natürlich, man spielt keinen Kitchen Dining, was natürlich sehr interessant ist. Und das heißt natürlich, meine lieben Damen und Herren, wir gehen jetzt hier mittlerweile auch in diese erste Runde hinein. Wie gesagt, ihr habt immer noch die Chance, das Ganze anzuwoten. Und by the way, Fact gewinnt mit hier ganzen 54 Votes, was natürlich interessant ist. Und auf der anderen Seite gehen wir jetzt hier auch in Runde 1 hinein, meine lieben Damen und Herren. Macht mal ein bisschen Hype in den Chat rein. Wir starten jetzt hier in Runde 1 zwischen Fact und E-Wave. So, mittlerweile mit dem ersten Line-Rappel jetzt hier natürlich auf Seiten von Fashi unterwegs. Macht natürlich den Fast-Drop jetzt hier gleich mit dem Balken natürlich im Big Tower. Will natürlich das Ganze jetzt hier erst noch frei aufbekommen. Kopfsam mit dem Opening-Frag hier. Benji draußen, 5-4-Situation natürlich hier zum Start von Fact Gaming. Und das ist natürlich eine sehr solide Leistung. Auf der anderen Seite muss natürlich jetzt hier auch aufpassen von diesem Kaid, der jetzt hier
tatsächlich auch erstmal die Drohne, wenn er rausschießen will. Bongo mit dem K gegen Kyrax findet die 5-3-Situation und es ist ein sehr, sehr schneller Start, den man jetzt hier auf Seiten von Fact Gaming natürlich nochmal sehen kann. Mittlerweile geht es auch natürlich in den Breach hinein, muss natürlich aufpassen, dass man jetzt hier nicht vom Breach abgeholt wird, aber wie gesagt, Fact zeigt jetzt hier in Runde 1 hier eine sehr, sehr dominante Leistung, will natürlich hier ganz schnell in dieses Game hineinkommen. Die Jungs wollen natürlich auch in die Liga kommen, haben sich zwar mittlerweile schon für alle vier Qualifier 1 angemeldet, aber wenn man jetzt hier mittlerweile Qualifier 1 gewinnt, dann muss man natürlich für Qualifier 2, 3 und 4 sich nicht mehr mithalten, dann kann man natürlich die einfach auslassen. Währenddessen geht es aber in Runde 1 nochmal hinein und der erste Prefire jetzt hier von CS in Richtung Shield findet da vorerst mal kein Target. Währenddessen natürlich auch weitere Flashbang, die jetzt hier nochmal reinkommen, findet auch da vorerst mal keinen Ansatz. 1 Minute 24, Push um die Corner, findet aber auch da keinen Kill. 1 Minute 21, Kamatic mit dem Kill gegen Gravity, 5-2 Situation, Flashbang kommt rein. Und es ist ein Reezy mit dem K gegen Kofsen, findet die 4-2-Situation. Und es ist tatsächlich auch CS mit dem K gegen Reezy, also ein absolutes Gemetzel hier. Flakes noch mit einem Kill gegen CS, aber es sieht danach aus, als wäre hier tatsächlich der Spieler jetzt hier um CS der Letzte. Und Fash hier auch mit dem Kill, Flakes draußen. Ein unschöner oder wunderschöner erster Start jetzt hier für die Jungs hier von Fact Gaming Founder Squad. So, euch noch eine kleine Info, wieso natürlich das Fact Gaming, ich meine, wieso Blue Jays jetzt hier nicht in den ersten Qualifiers dabei ist, ist aus dem Grund, dass die Jungs einen Invite in die Liga bekommen haben. Wie gesagt, wir haben 3 Invites hier zu vergeben, einer vorerst vergeben, der zweite wird im nächsten, in der nächsten Qualifier angesprochen und der letzte wird natürlich dann in den dritten Qualifiers hier nochmal veröffentlicht. Bisher tatsächlich, einer steht schon fest, aber den will ich noch nicht veröffentlichen. Währenddessen gehen wir jetzt aber in Runde 2 hinein. Wie gesagt, 1-0 jetzt hier für die Jungs von Fact Gaming. Man zeigt jetzt hier erstmal einen schönen Start, einen soliden Start. Man konnte jetzt hier allgemein ja durch die Qualifiers mit einem soliden Run bisher durchgehen. Und somit gehst du jetzt hier natürlich mit 37 Sekunden auch in Runde 2 hinein. Und wie gesagt, Fact Gaming jetzt hier mit dem 1-0 kann jetzt in dieser zweiten Runde natürlich den Lead nochmal aufbauen. Währenddessen E-Wave jetzt hier in ihrer zweiten Defense erstmal auf Kid Storms geht, was ja meiner Meinung nach auch einer der stärksten Defenses jetzt hier ist, auf der Seite jetzt hier von den Jungs hier natürlich von Fact. Ich meine von allgemein auf der Seite von Oregon, allgemein natürlich dann auch Laundry, eine sehr, sehr starke Defense und dann halt, wie gesagt, aufteilbar jetzt hier noch zwischen diesen zwei Kitchen Dinings oder Kitchen Defenses, also Kitchen Dining, Kitchen Meeting, je nachdem. Es gibt gewisse Teams, die spielen eher Meeting lieber an, andere Dining, und das heißt natürlich, auch hier wieder verschiedene Variationen sind natürlich möglich. Währenddessen starten wir in Runde 2. Jetzt sind wir dabei mit 2 Minuten 50 Sekunden hinein. Das heißt natürlich auch erster Aufbau jetzt hier von Fact wieder über diese, über Big Tower jetzt hier vorerst mal. Muss natürlich auch hier erst nochmal aufpassen, natürlich von diesen ersten paar Spielern, die natürlich die in die Quere stehen könnten. Also Runde Nummer 2, 5-5 Situation, 2 Minuten 30 zu spielen. Und wir gehen jetzt hier natürlich hier erstmal wieder hinein. Bomb located by attacker. So, währenddessen haben wir natürlich Runde Nummer 2 jetzt hier wieder da, 2 Minuten 10 Sekunden unterwegs. Währenddessen wird Bongo mittlerweile auch mit dem ersten Engel wieder hungrig, will natürlich da diesen ersten Kill nochmal rausziehen, findet aber davor erstmal auch keinen Ansatz. Das heißt natürlich Runde 2 mit einer 5-5-Situation unterwegs, Gravity mit dem Kill gegen Fact, also gegen CS. Das heißt natürlich erster Opening Frag jetzt hier für die Jungs von E-Wave in diesem Matchup. Natürlich auch schon in der zweiten Runde was Gutes. Bongo aber im ersten Ausgleichstreffer findet ihr Reason immer raus. Und das heißt natürlich, Ausgleichstreffer ist da. 4-4-Situation. Nächster Engel ist hier auch in Richtung Meeting. Und Kamatic findet hier auch nochmal kurz Gravity raus. Und das heißt natürlich eine 4-3-Situation. Also man kann jetzt die Runde nochmal wirklich sehr stabil weiterführen. Bongo mit dem Kill gegen Kyrax. Und es ist ein absolutes Gemetzel. Jetzt aber noch 3-2-Situation. Findet Fein nochmal einen auf Seiten von Flakes. Und mit seinem zweiten Kill in diesem Matchup mittlerweile auch gefunden. Wenn das ein Flex natürlich jetzt hier mittlerweile mit dem Aufbau jetzt auch hier wieder über die White Stairs natürlich unterwegs ist, darfst du jetzt hier auf Seiten von Fact natürlich nicht overextenden. Du darfst jetzt hier, musst jetzt hier nochmal als Team zusammenkommen, wenn du jetzt auch in Runde 2 natürlich wieder erfolgreich sein willst, wenn dessen auch die Drohne mittlerweile zerstört. Das heißt Vision the Night und natürlich auch ein ziemlich blödes Ding. Und das heißt natürlich, das war ein Kobe vom Feinsten. Oh mein Gott.
Ja, also 3-2-Situation, eine Minute auf dem Timer, währenddessen muss natürlich immer noch aufpassen, jetzt hier auch von der Melusi, die mittlerweile natürlich da ist und die jetzt auch gepinkt wurde. Und das wäre natürlich von Kamatic die Chance, auch den Kill jetzt hier irgendwie nochmal rauszufinden. Free Fires kommen nicht, aber die kleinen Engels und Kamatic wird jetzt hier rausgeholt. 2-2-Situation, Ausgleich, haben wir jetzt hier nur gefunden, Benji mit gegen Kamatic und das heißt natürlich 2-2-Situation, wie gesagt. Also, Kopf seinen Fashi, die zwei letzten lebenden Spieler. Jetzt sind wir unterwegs, wollen natürlich diese Runde holen und es ist E-Wave, die gerade am Struggeln sind, aber auch wirklich diese Runde wollen. Klar, es ist der Map-Pick von Fact und das heißt natürlich auch, Fact sollte hier den Vorteil haben, aber E-Wave will natürlich nicht ungeschlagen aus dieser, pressured um diese erste Map rausgehen. Kopfst du mit dem Kick gegen Benji, somit hast du eine 2-1-Situation. Fashion muss natürlich jetzt hier wieder auf den Plant gehen. Währenddessen findest du einen Pre-Fire. Flakes geht jetzt hier erstmal eine andere Situation durch und währenddessen gehst du natürlich auf den Plant, der Peak kommt durch, aber der P.O. schlecht. Oh, Kopfst mit gegen Flakes, Fact Gaming ist draußen. Ei, ich meine, Fact Gaming gewinnt auch Runde Nummer 2. Schönes Ding jetzt hier von den Jungs hier von Fact Gaming Founder Squad. Und das heißt natürlich, in Runde Nummer 3 bist du auch jetzt schon in der Chance, das Ganze in einen Draw zum Roundtop vorerst nochmal rauszuholen. Das Ding ist, das haben wir heute schon mal gesehen und das war nämlich auf Seiten von Ruhe Sports Nationals. Man war 4-0 am Führen und dann kam Fraternity zurück. Klar, am Schluss hat es dann nicht gereicht, aber trotzdem, man ging in die Overtime, man hat nochmal das Maximum nochmal rausgeholt. Und das heißt natürlich, in Runde Nummer 3 geht es jetzt auch hier wieder nochmal in die Möglichkeit für zwar für Fact das Ganze in den Draw rauszuholen, aber nochmal E-Wave, die Jungs wollen kämpfen und das wissen wir alle. Klar, man ist in der Defense, man sollte da einigermaßen ein bisschen mehr zu sagen haben, trotzdem viele Faktoren sprechen gegen sie. Ich werde sie jetzt noch ein einziges Mal aufzählen. Erstens, du bist natürlich, du bist auf dem Map-Pick des Gegners. Zweitens, du bist natürlich... allgemein Fact Gaming natürlich ein sehr erfahrenes Team. Allgemein muss ich hier nochmal auch noch anmerken, dass natürlich E-Wave dieses Roster noch nicht so lange besteht, wie zum Beispiel ein Fact Gaming. Ich weiß nur, dass, wie gesagt, das Team ist aus vielen verschiedenen Rostern jetzt hier ein bisschen rausgepickt geworden. Wie gesagt, Flex Benji aus Aero Revolution, also Whoopjobs natürlich, dort nach dem Split. Dann haben wir natürlich einen Kyrex, der früher bei Deep Gaming Industries war. Wir haben einen Gravity, der bei Turtle Youngstars war. Youngstars, wenn ich mich nicht ganz irre. Dann hat man natürlich auch einen Reezy. Leider muss ich ehrlich sagen, weiß ich jetzt hier gerade seinen Laufweg nicht, aber auch er natürlich in einen oder anderen sehr bekannten deutschen T4-Teams, T3-Teams unterwegs gewesen. Und das heißt natürlich, wir gehen jetzt hier mittlerweile wieder mit großer Spannung auch in Runde 3 hinein. By the way, nochmal fettes Danke natürlich auch an die Follows, die gerade reingekommen sind. Tiff und natürlich Scountern. Und ja, wie gesagt, jetzt hier mittlerweile mit wunderschönen 100 Zuschauern starten wir in Runde 3 hinein zwischen Fact und E-Wave Esports Academy. So, währenddessen hast du natürlich eine 5-5-Situation jetzt hier wieder zwischen den Teams. Das heißt natürlich 2 Minuten 20 Sekunden zu spielen. Fash mit dem ersten Engel jetzt auch hier wieder in diesen, in Richtung Tor oder Richtung, Richtung Barricade oder besser gesagt hier Richtung Window durchfindet. Aber davor ist mal kein Kill. Währenddessen hast du jetzt hier natürlich auch in der Runde 3 jetzt hier nochmal 2 Minuten auf dem Timer selber nochmal dabei. Gut, also wir sind also immer noch sehr gespannt natürlich, wie es jetzt hier weitergeht. Auf der anderen Seite kommt jetzt auch der Peak mittlerweile von Bongo natürlich hier gegen diesen Mute. Mute findet auch den ersten Damage jetzt hier gegen Bongo. Selber kam ja damagelos raus, muss aber natürlich jetzt hier nochmal die Positioning wechseln und das hat ihm jetzt hier ziemlich viel Leben bei der Health natürlich rausgezogen, was natürlich nicht 100% das Geilste ist. Trotzdem... Runde 3 jetzt hier mittlerweile mit der 5-5-Situation. 36 Sekunden unterwegs. Bongo mit dem Kick gegen Reezy. T4! Das ist geflogen und zwar sehr schön. Benji mit dem Kick gegen Bongo. Währenddessen findest du aber Benji selber raus. Kopfstein mit dem Kill findet die 4-3-Situation. Und das heißt natürlich 1 Minute und 24 Sekunden. Und wieder siehst du E-Wave am Struggeln. Sie probieren irgendwie die Runde zu holen, finden aber keine Lücke, um natürlich das Team jetzt hier von Fact Gaming zu überlisten. Und natürlich das Team jetzt hier irgendwann mal rauszubekommen. Das heißt natürlich... es gibt 2 Caster, by the way, im Moment. So, 4-3-Situation jetzt hier unterwegs, wie gesagt. Der zweite Caster ist Toastbrot Dorni, der castet gerade Whoopjocks gegen E-Wave Esports Youngstars. Und Runde 3 geht jetzt hier mittlerweile unterwegs. 50 Sekunden natürlich wieder auf dem Timer selber noch dabei. Und somit starten wir natürlich jetzt auch hier wieder in diese dritte Runde. 47 Sekunden auf dem Timeboard. Was macht Fact Gaming jetzt hier aus ihrer Situation heraus?
So, währenddessen wird es mit Chromatic mit dem King Flakes. Flakes, das heißt natürlich 4-2 Situation. Gravity mit King gegen Fashy hier 3-2 Situation. Und es ist Chromatic mit King gegen Gravity. Und es ist nur noch Kyrex, der natürlich jetzt hier irgendwie nochmal was im Klatsch machen will. Aber CS ist ihm natürlich leider da in der Quere gewesen. Und das heißt natürlich, Fat Gaming Founder Squad gewinnt auch hier mittlerweile in Runde Nummer 3. Kann sich den Draw zum Roundtop saven und kann jetzt insgesamt 3 Runden in Folge auf diesen positiven Roundtop natürlich anspielen. Und wie gesagt, wir sind hier gerade im Viertelfinale. Wir sind auf dem Map-Pick hier von Fact Gaming und E-Wave zeigt hier gerade, sie zeigen zwar Kills, sie zeigen zwar Pressure, aber sie kommen nicht ins Game wirklich hinein. Ich meine, wir haben jetzt einen Gravity und Flakes immer mal wieder halt reinzukommen, finden aber wie gesagt nicht wirklich diese guten Killing Streaks, die man halt braucht, um vielleicht mal irgendwie mal eine Runde zu überzeugen oder besser gesagt hier mitzunehmen. Auf der anderen Seite, Laundry Supply wird jetzt hier wieder zum ersten Mal, glaube ich, auch angespielt von den Jungs von E-Wave. Und das ist jetzt die Frage, ist Laundry Supply die Runde, die man braucht, dass man finally für sich selber einen Punkt rausholen kann? Oder wird es jetzt hier tatsächlich sein, dass die Jungs jetzt hier von Fact Gaming natürlich jetzt irgendwie nochmal den Sieg tatsächlich nochmal rausziehen können in Runde Nummer 4? Also 5-5 Situation jetzt hier, wie gesagt, zwischen diesen zwei Teams Fact gegen E-Wave. Es ist die vierte Runde, somit auch die drittletzte Runde vom Roundswap und Fact jetzt auch mit der ersten Chance, das Ganze in einem positiven Roundswap hier reinzusetzen. Wenn E-Wave jetzt, wenn E-Wave noch mitreden will nach dem Roundswap oder vor dem Roundswap, dann müssen die jetzt beginnen. Nochmal, das wäre absolut optimal in der Defense, einen Draw mindestens rauszuholen. Das ist auch das Maximale, was die jetzt nochmal holen können. Ich denke nicht, dass sie es reichen. 2-4 wäre natürlich auch schön, aber trotzdem, meine lieben Damen und Herren, Runde 4 geht es ja natürlich nochmal los hier zwischen Fact und E-Wave. Und das heißt natürlich, wir sind natürlich absolut gespannt auf dieses Game, auf diese Runde. Und meine lieben Damen und Herren, 2 Minuten 50 Sekunden, dann geht es jetzt hier los zwischen diesen zwei Jungs hier. Wie gesagt, Runde 4, let's go! Und deswegen kommt natürlich Iana erstmal rein, die ziehen mit dem Prisma, findet natürlich jetzt auch ihr erstmal Benji und ich glaube, die hat auch gerade das Utility gesehen, das heißt, 2 Granaten, dann ist natürlich das Schild für ein paar Sekunden free, ich glaube, insgesamt 20, 30 Sekunden, das ist ja ein ADS, ein Cooldown hat, wenn ich mich nicht ganz innig, sind glaube ich nur 10 Sekunden, ich bin mir nicht 100% sicher, jedenfalls, das Ding hat einen Cooldown, das heißt natürlich, du könntest in dieser Zeit, wo du die 2 ADS rausgebaitet hast, natürlich auch dann auf diesen Granatenpush gehen und ich habe mich gemutet, my bad. Und das heißt natürlich, hier geht es hier mittlerweile tatsächlich in diese vierte Runde hinein. Währenddessen Kopfstein mit dem ersten findet hier Flakes, Benji raus. Flakes wieder gegen Kopfstein, somit Ausgleichstreffer. Der bessere Refract ist immediately da gewesen. Auch Fashy mit dem ersten Push jetzt hier in Richtung Shield. Und das Ding ist halt, du kannst jetzt hier das Ding nicht zubekommen. Alibi versucht einen Kill rauszufinden jetzt hier mit ihrer MK12 Storm. Findet aber vorerst mal keinen Damage, wenn dessen Fashy den Kill gegen Reezy rausziehen kann. Die 4-3 Situation jetzt hier somit bemitteln kann. Auch hier natürlich in Runde 4 als eine mit so 40 Sekunden nochmal auf dem Teil, was selber dabei sind. Haben wir jetzt hier mittlerweile tatsächlich wieder eine Überzahlsituation für Fact Gaming Founder Squad. Und wieder ist es halt das Ding, dass auf Seiten von E-Wave du nicht an dieses Game rankommst. Du kommst nicht an die Runden ran. Kyrex jetzt aber mit dem Kill gegen CS findet hier tatsächlich wieder einen Ausgleichstreffer. Und jetzt die Frage, schafft man auch den Führungstreffer? Man findet einen Damage jetzt zwar gegen einen Spieler von Bongo, aber der Kill gegen Gravity ist da. Das heißt, Bongo wieder mit dem Führungstreffer. 1 Minute 15 Sekunden Push sollte langsam aber sich angekommen sein. Das heißt natürlich, man muss jetzt aufpassen auf Seiten von Flakes und Kyrex. Flakes findet Fashy raus. Jetzt hier bei der Rotation. 1 Minute auf dem Timer. Kyrex mit dem Kill. Und es ist das erste Mal, wo tatsächlich E-Wave auch die Chance hat, das Ganze zu gewinnen. Push jetzt vom Grammatik, der muss kommen und die Granate, die fliegt daneben. Aber Push kommt und Flakes mit dem Kill jetzt hier gegen Grammatik. Und E-Wave schnappt sich finally eine erste Runde hier mit nach Hause. Eieieiei, was ist hier gerade los? Eine unglaubliche Runde, was man jetzt auch hier wieder in Runde 9 natürlich wieder ansehen kann. Und das heißt natürlich, in Runde 5 gehst du jetzt hier auch mit der Chance natürlich auf seitens von Fact Gaming Founder Squad jetzt hier noch ein zweites Mal in den positiven Roundtop zu kommen. Du verlierst jetzt die erste Möglichkeit, weil halt man gemerkt hat auf Seiten von E-Wave, ja, der Spot dort unten, der ist ja gar nicht mal so schlecht. Das ist genau das gewesen, was man gebraucht hat für eine erste Runde. Nur das Ding ist, E-Wave kann den Spot nicht mehr anspielen. Du hast noch 2 Runden in der Defense, du hast ihn jetzt gewonnen, du brauchst 2 Runden Cooldown, bis du natürlich einen Spot wieder anspielen kannst, nachdem du gewonnen hast. Und das können die jetzt nicht mehr. Das heißt, die müssen auf Kid Storms oder auf einer der 2 Kitchen Spots natürlich, also Meeting oder natürlich Dining, angehen. Und das ist halt das Ding.
Man war bisher dort noch nicht erfolgreich. Man geht mittlerweile ein drittes Mal jetzt hier auf den Kids Dorm Spot. In der Hoffnung vielleicht, dass es jetzt hier klappen kann. Dass man jetzt hier vielleicht irgendwie die Runde doch noch beziehen kann. Und somit natürlich den, diesen Punkt für Fact natürlich für den positiven Roundstop immer noch denyen kann. Ob sie das auch schaffen, ich bezweifle es leider. Aber trotzdem, die Möglichkeit ist da. Wir haben gesehen, Fact ist bezwingbar. Jetzt muss man es einfach noch ein paar weitere Male zeigen. Und dann könnte E-Wave tatsächlich in der Möglichkeit sein, auch dieses Game dann für sich zu holen, für sich zu überzeugen, ob sie das schaffen. Wie gesagt, das ist natürlich die große Frage. Runde Nummer 5. Macht noch ein bisschen Hype in den Chat rein hier. Nochmal zwischen Fact und E-Wave. Attackers objective is to locate a bomb and defuse it. So, wir gehen jetzt hier mittlerweile in Runde 5 hinein, natürlich eher die zwei letzte Runde vom Roundtop und Bongo mit dem ersten mega schnellen Opening Frag findet hier Gravity raus und somit ist ein erstes C4 erstmal denied und das natürlich viel zu schnell in der Runde. Du warst viel zu offen am Anfang und das heißt natürlich, man findet hier so schnell diesen Start auf Seiten von Fact Gaming Founder Squad, was natürlich eine mega, mega krasse Sache ist, somit auch 2 Minuten 30 Sekunden jetzt hier mittlerweile zu spielen. Auch weil wird es ja natürlich auch hier von den Jungs wieder angelegt. Jetzt hier mittlerweile erst gegen die Wall und das hat man gut gemacht auf Bongo. Man wusste zwar vorerst zwar nicht, dass da ein Evil Eye ist, hat es aber genug schnell gesehen. Und das heißt natürlich, man kann vorerst den Breach Deny erstmal denyen. Und oh, dieser Prediction Shot hier, Bongo findet den Kill nicht, aber er hätte es fast, wie gesagt, geschafft. Währenddessen findet ihr Reason den ersten Ausgleichstreffer. Bongo draußen, 4-4-Situation. Auch hier wieder schön, währenddessen gehst du jetzt hier natürlich auch auf den Attic-Push hier auf seitens von CS, was natürlich super ist. Muss ihn aber natürlich auch schneller jetzt mal über die Bühne setzen. Das sind natürlich die Spieler vorne bei Trophy Stage Rare, bei Trophy natürlich, bei hinten bei, Armory natürlich auch unterstützen kannst. Und währenddessen, was machst du gerade? Nevermind. Du hast jetzt hier mittlerweile tatsächlich auch hier noch ein Hole aufgemacht, dass du natürlich hier irgendwie noch das Ganze mal aufbekommen kannst. Währenddessen geht ein weiterer Gunfight hier zwischen Flakes und natürlich Kamatic jetzt hier wieder los beim Meeting. Und Flakes mit dem wunderschönen Kill jetzt auch gegen Kamatic findet die 3-4-Situation. Jetzt muss natürlich aber Ash auch den Sandwich anfangen oder besser gesagt diesen... den Sandwich anfangen, dass man natürlich den Kill holen kann, aber Flakes hat den Spieler gehört und du findest auf Seiten von E-Wave einen weiteren Kill. Kyrex mit dem Kill gegen Kopf sein, findet die 2-4-Situation. Schönes Ding jetzt hier von E-Wave Esports Academy. Und das heißt natürlich, man ist 2 Kills davon entfernt, eine weitere Runde jetzt hier nochmal rauszuholen. Die Server sind down, welche Server? Also 48 Sekunden jetzt hier noch unterwegs und das heißt natürlich in Runde 5 bist du jetzt auch hier wieder in der Chance, das Ganze von E-Wave natürlich das Ganze irgendwie nochmal über die Bühne zu begehen. 40 Sekunden, währenddessen wird der andere Aufbau jetzt auch hier mittlerweile wieder über Master Bedroom jetzt hier nochmal angefordert. Ob man das schafft, ist natürlich eine große Frage. Pre-Fire-Shots kommen währenddessen auch mal durch und die... Oh, man versucht es, aber man hat das Sandwich nicht gesehen. Reezy mit dem Kill gegen Fashy. Man findet die 1-3-Situation, da zuerst auch noch kurz Reezy nochmal rausholt. Aber kann diese Kratos reden? Nein, kann sie tatsächlich nicht. Das heißt, CS mit dem Kill, jetzt hier mit der B-Ring, nein. 16 Sekunden auf dem Timer. Er will einen Klatsch holen. Er will den positiven Roundstop. Er holt keinen ersten E. Benji mit dem Kill. 2-3-Situation. Und man ist immer noch... man ist wieder dabei auf Seiten von E-Wave. Man braucht eine weitere Runde. Und dann kann man den Draw zum Roundtop tatsächlich nochmal holen. Was ein absolut geiles Match jetzt hier zwischen diesen zwei Teams. Und wie gesagt, E-Wave ist jetzt dran und drauf, das Ganze in einem positiven Roundtop jetzt hier, in einen Draw zum Roundtop zu setzen. Fact braucht eine Runde. Meeting Kitchen, der dritte unbeliebte Spot, muss es jetzt sein, um natürlich hier Fact nochmal zu bezwingen. Ob sie es schaffen werden, das ist die große Frage. Meeting Kitchen, macht nochmal Hype im Chat rein, 110 Zuschauer, das ist eine grandiose Sache, let's go! So, das heißt natürlich, in dieser nächsten Runde geht es auch wieder hinein mit einem absolut spannenden Matchup oder besser mit einer absolut spannenden Runde hier zwischen Fact und E-Wave. Es wird die letzte Runde sein vor dem Roundswap. Und E-Wave kann natürlich nachher in die Defense gehen. Ich meine, Fact kann natürlich nachher in die Defense gehen. Was natürlich eine mega geile Sache ist, was natürlich mega stark von den Jungs ist. Ob man natürlich auch diesen Spot, diesen
positiven Rounds, ob ich jetzt hier nochmal rausholen kann, das ist natürlich jetzt die große Frage. Ganz klar ist es, dass das Fact jetzt hier probieren wird. Und meine lieben Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, somit starten wir natürlich jetzt auch in Runde 6 hinein. Hier zwischen Fact Gaming, Founder Squad natürlich, EWave Esports Academy. Würde mal sagen, let's go. 10 seconds left before insertion. So, wir gehen jetzt hier mittlerweile in Runde 6 natürlich hinein, immer noch zwischen diesen zwei Teams natürlich. 2 Minuten 50 Sekunden auf dem Timeboard selber nochmal drauf und das heißt natürlich, es geht jetzt hier erstmal nochmal ganz, ganz gespannt hier in dieser mittlerweile 6. Runde, wie gesagt, 2 Minuten und 40 Sekunden zu spielen. Aufbau wird jetzt hier mittlerweile nochmal hingelegt. Deswegen kommt der erste Push jetzt hier um die Corner herum. Du findest auch die ersten Free Fires jetzt hier mittlerweile unterwegs um 120 Zuschauer, let's go. Also, 2 Minuten und 30 Sekunden, wie gesagt. Erste Entry mittlerweile bei Big Tower jetzt hier auf Seiten von Fact Gaming Founder Squad, auf Seiten von Kamatic und das heißt natürlich auch, oh, es ist tatsächlich Korbsein mit einem sehr, sehr schnellen Spiel jetzt hier tatsächlich schon unten und auch der Push jetzt hier in Richtung, nee, das ist nicht Objekt, ich dachte schon, die spielen unten, never mind. Die sind natürlich gerade den Roam am Handen jetzt hier gerade gegen den ersten Spieler, das C4 fliegt, oh nein, das wäre so gut gewesen, aber Korbsein findet einen Opening Frag, Kyrex draußen, 5-4 Situation und das heißt natürlich, Fact Gaming Founder Squad findet auch mittlerweile hier diese erste wichtige Runde natürlich wieder mit raus. Runde 6 geht jetzt auch hier wieder los. Währenddessen machst du jetzt auch hier erstmal dieses Melusi-Panel natürlich weg. Willst natürlich auch da erst nochmal irgendwie nochmal vorbeikommen und natürlich schnell, so schnell wie möglich dann auch diesen Aufbau in Richtung Meeting natürlich nochmal anspielen. Wie gesagt, das ist das zweite Mal, wo du das Ganze jetzt hier nochmal anmachst. Und das heißt natürlich, wie gesagt, 5-4 Situation, währenddessen kommt der Peak um die Corner herum. Kann er den Kill finden? Er sieht den Kopf, er sieht den Pre-Fire, er probiert es, findet aber den Kill aber nicht. Oh, was ein One-Tap-Battle jetzt hier gerade. Reezy, du weißt, wo er ist und dass du darfst einfach nicht peeken, weil du ganz genau weißt, wenn du peekst, du bist tot. Aber er macht's trotzdem und der Peak wird nicht abgehalten und er findet den Damage. Und oh mein Gott, was ist das, Granate? Kontaktgranate fliegt. Und das könnte tatsächlich ein Pokéball sein. Nee, der Spieler ist nicht ein Pokéball. Das heißt natürlich, der Pokédex wird vorerst auch nicht gefüllt. Und auch auf der anderen Seite hast du jetzt natürlich einen Smoke, der jetzt hier in diesem Cross-Angle dabei ist. Das heißt, der Push um diese Corner herum ist praktisch unmöglich. Außer natürlich auf Seiten E-Wave für Aidman. Und das will man aber seitens von Fact nicht eingehen. Wenn das ein Flex findet, diesen Ausgleichstriffer jetzt hier mittlerweile zur 4-4-Situation. Auch da wieder sehr schönen Kill natürlich gefunden. Fashy mit dem ersten Peak wieder in die Corner. Oder besser gesagt, ins Objective hinein. Findet da vorerst mal keinen Kill. Bongo dasselbe natürlich oben bei Attic. Und 40 Sekunden auf dem Timer. Was macht Fact Gaming Founder Squad? Jetzt, währenddessen wieder, wie gesagt, Push kommt jetzt durch. Smoke jetzt hier mittlerweile auch gefunden. Fashy wird jetzt hier nochmal aufgeholt. Natürlich, dass sie ohne Witness Stand jetzt auch mit 20 HP natürlich überleben kann, nicht nur mit 5 HP. Und jetzt sind die 30 Sekunden angefallen. Das heißt, jetzt muss der Push kommen. Währenddessen kommt natürlich auch der Peak um die Corner. Man findet den ersten Badge wieder gegen den Kopf. Sein 3-4 Situation. Jetzt hier nochmal 20 Sekunden auf dem Timeout selber nur dabei. Was macht Fact Gaming Founder Squad jetzt hier nochmal in dieser letzten Runde vor dem Round Zor? Push auf beiden Seiten. Erstens mittlerweile auch Reezy draußen. Das ist ein gutes Ding, weil du kannst die Alter erstmal den Namen, was natürlich eine absolut grandiose Waffe jetzt hier für das Late Game ist. Fash mit dem ersten, Fash mit dem zweiten, Flakes und Reezy draußen. Gravity mit noch mit dem Kill oben, natürlich auch noch der Jäger, der noch einen Kill gefunden hat. 1-1 Situation, Gravity gegen Bongo, man muss auf den Platt gehen und man probiert es, aber E-Wave gewinnt die Runde durch Time-Up. Was seine letzte Runde jetzt hier vor dem Route Swap. Meine Güte, die Jungs, die geben sich aber absolut die Klinge und sie ziehen sie am Hals vorbei, weil das ist ein absolut krasses Matchup. Runde Nummer 7, die erste Runde nach dem Round Swap. Beide holen sich 3 Runden je hintereinander. Und jetzt ist die Frage, kann man die gleiche Leistung vor der ersten Hälfte, jetzt auch in der zweiten Hälfte natürlich nochmal geben? Und nochmal, meine lieben Damen und Herren, das ist die erste Map, die wir heute sehen von den zwei. Das ist ein absolut krasses Ding. So, meine lieben Damen und Herren, somit gehen wir natürlich jetzt hier wieder in diese erste Runde nach dem Round Swap jetzt hinein. Und wie gesagt, das ist natürlich ein wunderschönes Ding, was wir jetzt hier gerade sehen. Kid Storms wird jetzt hier mittlerweile nochmal angespielt. Es wird die letzte Runde sein, erste Runde nach dem Round Swap sein. Und wie gesagt, Kid Storms allgemein schon unser mittlerweile meistgespieltes Objective. Man hat es jetzt hier mittlerweile tatsächlich zum vierten Mal packt man jetzt hier dieses Objective jetzt hier mittlerweile. Oder zum vierten Mal? Lass mich noch kurz überlegen. Einmal verloren, zweimal verloren. Dann haben wir gewonnen. Tatsächlich, das ist das vierte Mal, wo man jetzt hier das Objective anspielt. Also Kid Storms wird jetzt hier mittlerweile, wie gesagt, das meistgespielte Objective jetzt hier mittlerweile dabei. Was natürlich auch hier wieder
interessant sind. Und ja, wie gesagt, Runde Nummer 7, Fact Gaming gegen E-Wave. Es ist das letzte, die erste Runde nach dem Round Swap. Und wir haben nicht mal angefangen. Oh man. Das ist natürlich ein bisschen blöd, dass man jetzt hier noch nicht angefangen hat hier in dem Match. Ja gut, nehmen wir mal an, wir starten natürlich jetzt hier mittlerweile in Runde 7 natürlich nochmal hinein. Das heißt natürlich, es geht jetzt hier mittlerweile wieder los. Wie gesagt, immer noch moin an alle 125 Zuschauer, die jetzt hier natürlich gerade dabei sind. Und wie gesagt, Runde 7, 2 Minuten und 27 Sekunden jetzt unterwegs. Es ist die zweite Hälfte, die wir jetzt hier mittlerweile für diesem ersten Matchup natürlich nochmal anforsten. Und das heißt natürlich, 5-5 Situation jetzt hier gerade da dabei. Ich meine, kein Opening Frag wurde bisher gefunden. Und 134 Personen, die gerade zuschauen. Mega fettes Danke natürlich hier für diese massive Zuschauerzahl. Und wie gesagt, Runde 7, 5-5 Situation. Jetzt hier gerade zwischen Fact und E-Wave Esports Academy. Wenn dessen CS mit dem ersten Engel jetzt auch wieder bei Attic vorbeisucht, natürlich auch da nach dem ersten Spielern. Wenn dessen auf der anderen Seite, du siehst den Pixel von der Ashe, aber die Ashe wird nicht reagiert. Wenn dessen Kopfstein mit dem Kill doch jetzt hier den Opening Frag. Kopfstein findet auch den zweiten Double Kill mittlerweile für ihn hier mit der K1A auf dem Witcher. Wenn dessen wird aber er vom Window weggeschossen, wenn dessen aber auch auf der anderen Seite zuerst aber Kyrex rauszieht. Somit ist natürlich Flakes mit der F2 ganz alleine. Nee, der wird jetzt nochmal rausgeschossen. Ich meine, es ist Benji ganz alleine, aber auch Fashy findet auch bei ihm jetzt noch kurz ganz schnell den letzten Kill. Und das heißt natürlich, Fact startet vorerst mal ganz gut in diese erste, in diese zweite Hälfte hinein. Hier mit RG15 natürlich nochmal auf Seiten von Fashy nochmal kurz den Kill geholt. Und somit wird in Runde Nummer 8 natürlich auch hier mittlerweile tatsächlich wieder einen schönen, positiven Start von den Jungs jetzt hier vom Fact angeforst. Und das Ding ist halt, du startest auf Fact, zahlt jetzt hier tatsächlich auf Lonely Supply. Ich meine, in der zweiten Hälfte in der Defense, nachdem du einen 3-3 Rounds abholtest. Und wir wissen alle, die zweite Hälfte ist einfach die bessere Hälfte. Und das merkt man jetzt hier auch gerade nochmal am Spiel natürlich von den Jungs hier von Fact Gaming Founder Squad natürlich nochmal an. Und das heißt natürlich, Laundry Supply jetzt hier mittlerweile in Runde 8. Unser Objective, unser Spiel. Und wir sind natürlich absolut gespannt, wer das Ganze jetzt hier mit rausholen wird. Wird es Fact sein? Wird es E-Wave sein? Das ist die große, große Frage. Runde Nummer 8, macht nochmal ein bisschen Hype für die zwei Teams in den Chat rein. Hashtag the perfect wave oder natürlich auch das, was man bei Fact sagt. Ich habe keine Ahnung leider in diesem Fall, was man bei Fact sagt. Also, tut mir natürlich leid. Und by the way, 141 Zuschauer. Let's go! So, Runde Nummer 8. 30 Sekunden in der Prep-Phase. Hier nochmal Clash of Royals, Qualifier Nummer 1. Wir haben drei weitere Qualifier noch zu kommen. Und wenn die erste schon so geil ist. Leute, meldet euch an für die zweite. Ausrufezeichen Core-Sign-Up und ihr findet die Links, wo ihr euch anmelden könnt. Ihr natürlich für die Qualifier Nummer 2, 3 und 4 hier nochmal vom Clash of Royals Season 2. Season 1 immer noch am Laufen, im drittletzten Spieltag gerade und dort natürlich Wii Sports LFN, dann Austrian Force und dann natürlich White Tigers, Youngstars bei der Royal Stage auf dem ersten Platz, bei der Division 1 haben wir gerade Victory Sports Academy, Aedo Revolution und Wii Sports Team Nexus. Bei den Top 3 natürlich auch da, gefolgt von Leo Academy und natürlich Speechless. Und zu guter Letzt bei der Division 2 haben wir natürlich auch Just for the Chicks, Infinite Quantum und die Jungs hier natürlich von Hyenas Unity unterwegs. Und währenddessen haben wir hier ziemliche Lags. Aber währenddessen, wie gesagt, Lonely Supply wird jetzt hier nochmal angespielt. Währenddessen geht es natürlich auch hier in diesen ersten Gunfight nochmal hinein. CS auch hier mit dem ersten Push in Richtung Blue. Findet aber da vorerst keinen Damage oder findet nur die Spieler. Aber währenddessen siehst du halt auch Gravity sehr viel Damage hier schlucken. Nach diesem ersten Gunfight, der über die Bühne gegangen ist. Und du siehst halt auch diesen kleinen, kleinen Pixelpeak, der jetzt hier natürlich absolut stark unterwegs ist. Defender exposed. 5-5 Situation jetzt hier immer noch unterwegs, wie gesagt. Das heißt natürlich 1 Minute 59 Sekunden nochmal zu spielen. Und wie gesagt, wir gehen jetzt hier mittlerweile wieder ins Game hinein. Sind natürlich immer noch mit absolut großer Spannung jetzt hier natürlich unterwegs. Und das heißt natürlich 1 Minute 50 Sekunden auf dem Timer. Muss das Ganze nochmal ausdrohen, was man jetzt hier natürlich auch macht. Und wie gesagt, wir sind natürlich jetzt hier mittlerweile mit 1 Minute und 40 Sekunden auch wieder im Matchup dabei. Und Leute, ich muss erstmal das Fenster aufmachen, weil ich glaube, gerade richtig am Schwitzen bin. Das ist unnormal. Also, wie gesagt, mittlerweile geht es jetzt hier in diese achte Runde hinein. 1 Minute und 30 Sekunden wieder auf dem Timer dabei. Und das heißt natürlich, EUF jetzt hier wieder unterwegs.
wieder in Richtung Ausgleich zu laufen. Das wollen die natürlich jetzt hier auch erreichen, jetzt hier mittlerweile in unserer 8. Runde. Und das heißt natürlich 1 Minute 20, also Zeit wird jetzt hier mittlerweile ins Midgame befördert. Wir sind auch schon in Richtung Late Game. Man wandert Kyrex mit dem Kick gegen Kopfsam, findet hier mittlerweile den Opening Frag für E-Wave und das ist natürlich wieder ein guter Start für die Jungs jetzt hier von der elektronischen Welle. So, auf der anderen Seite, Runde 8 und der Push kommt rum und oh, Gravity, wenn man das auf Seiten von den, ja, von natürlich von Clash nur wüsste, dass der Gravity so wenig Leben hat, dann würde man vermutlich auch hier einen kleinen Push noch anfordern. Währenddessen musst du aufpassen, wo der Hedge, weil die Hedge, die mittlerweile gedroppt wurde, hier droppt erst nochmal kurz der Witcher runter, da er halt hier bei der Hedge natürlich diesen Last Stand gehalten hat. Und ja, Runde Nummer 8, 40 Sekunden auf dem Timer. Was machst du jetzt hier auf Seiten von E-Wave natürlich in dieser letzten 8. Runde natürlich nochmal dabei? Das ist natürlich jetzt die große, große Frage. Fashion wieder gegen Gravity, findet die 4-4-Situation. Schönes Ding, 30 Sekunden auf dem Timer. Währenddessen Fashion natürlich jetzt hier immer noch auf Classroom unterwegs ist. Wallbang! Oi, schönes Ding. Muss natürlich aufpassen auf dem Finish und da wird er jetzt auch kommen. Das heißt natürlich Benji mit dem Kick gegen Fashy, die 4-3-Situation, also 17 Sekunden. Es geht ins Late Game hinein. Was macht man jetzt hier auf seitens von den Jungs hier von Fact Gaming? Wenn dessen kommt der Push hier, 3-2-Situation. E-Wave im Lead, Bongo mit dem Kick gegen Kyrex. Jetzt kommt der Push, also auch mittlerweile die Melusi, die man jetzt hier noch rausfindet. Muss natürlich aufpassen vor der Clash, aber auch Clash jetzt raus. Dann Benji mit dem Kick gegen Bongo, Reezy mit dem Kick gegen CS. Und das heißt natürlich, E-Wave schnappt sich den Ausgleich. Eieieiei, was sehen wir hier gerade? Was für ein Matchup! So, meine lieben Damen und Herren, also wir gehen jetzt hier mittlerweile tatsächlich in eine kleine Pause hinein. Das heißt natürlich, wir gehen jetzt hier nochmal kurz auf die Talk-Szene, bis natürlich der Spieler zurückkommt. Kommt mal gucken, ob das Ganze geklappt hat. Und wie gesagt, die erste Runde, die ist jetzt hier mittlerweile sau spannend am Laufen. Und das heißt natürlich, wir gehen jetzt hier mittlerweile in Runde 9 hinein. Fact und die Jungs hier natürlich von E-Wave haben jetzt einen Ausgleich geholt. Und somit gehen wir natürlich jetzt, wie gesagt, in eine kleine Pause. Das ist die Frage, wird E-Wave jetzt, wer wird jetzt diese Pause besser nutzen? Wer kann jetzt diese Pause besser nutzen zum Recover natürlich, zum nochmal zurückkommen, hier nochmal zueinander zu kommunizieren, was ist falsch gelaufen, was kann besser laufen, wo hat man die größten Fehler gemacht, wo will man natürlich hier das Game wieder verändern? Und das ist genau das, was jetzt hier natürlich gerade die Frage ist. Und wie gesagt, wir sind natürlich auch hier wieder sehr gespannt. In der Gegenzeit, haben wir jetzt hier mittlerweile tatsächlich auch wieder ein paar Sekunden Zeit und wie gesagt, wir warten jetzt hier nochmal, bis der letzte nochmal zurückkommt, bis wir natürlich jetzt hier wieder reinstarten und ja, leider auf der anderen Seite, im Moment scheint es danach, als hätte man gerade hier ein paar technische Schwierigkeiten auf seitens von den Jungs hier von, wie heißt der, von Deutsch, von dem Server und ich hoffe natürlich, der Spieler kann zurückkommen, wenn nicht, wäre das natürlich ein bisschen blöde. Aber das heißt natürlich, wir müssen jetzt hier auch gerade halt nur diese Pause gerade nutzen, um uns nochmal zu recovern, was ist in dieser ersten Hälfte passiert. Beide, also am Anfang haben wir natürlich Fett gehabt mit einem grandiosen Start. Man hat geschafft, E-Wave zu dominieren und natürlich das Game jetzt hier für sich selber erstmal so rauszuholen. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch die Jungs jetzt hier von Fact Gaming. Ich meine, haben wir E-Wave gehabt, die nicht reingekommen sind, die nicht am Spiel wirklich teilnehmen konnten von E-Wave und ich meine, von Fakten. Das heißt natürlich, man wurde jetzt hier Runde um Runde dominiert. Man hat erst die ersten paar Kills in diesen letzten paar Sekunden natürlich nochmal gefunden. Und somit geht es jetzt hier natürlich nochmal in einen Let's go. Ah ja. Und das heißt natürlich auf der anderen Seite, warten jetzt hier nochmal kurz auf die letzten Spieler. Und wie gesagt, dann ging es aber für E-Wave in diesem Comeback. Man holte 3 Runden phänomenal für sich selber raus. In einer sehr, sehr spektakulären Art und Weise. Und somit warten wir jetzt hier nochmal kurz auf diesen letzten Spieler von Fact.
dass wir natürlich zurückgehen können, von in diesem Fall bei der CS. Hier erst natürlich nochmal 158 Zuschauer. Alter. Alter, 158 Zuschauer. Lasst es euch auf der Zunge vergehen. Ich habe noch nie so viele Zuschauer selber ohne Raid mit, also geschafft. Also das ist wirklich krass, Leute. Meine lieben Damen und Herren, wir warten jetzt hier nochmal kurz auf diesen letzten Spieler. Und dann geht es hier mit voller Vorspannung natürlich in diese, ja, weiter in der ersten Qualifier natürlich nochmal in diesem wunderschönen Halbfinale, in diesem Viertelfinale. Morgen geht es dann los mit beiden Halbfinalen ab 13 Uhr. Das zweite Halbfinale ist dann gerade danach. Und dann natürlich anschließend gehen wir natürlich dann auch nochmal in diesen wunderschönen Spiel natürlich nochmal ins Dings hinein, nochmal in die ins Finale hinein. Wie gesagt, drei Spiele morgen hintereinander. Und das heißt natürlich, wie gesagt, jetzt sind wir noch gerade noch in der Pause. Ah, er ist zurückgekommen, gut. Das heißt natürlich, wir warten jetzt hier gerade, ob die Jungs hier wieder ready sind. Und dann würden wir natürlich auch hier wieder reingehen. Spieler ist natürlich da. Beide sind dabei. Und das heißt, meine lieben Damen und Herren, Resume von der Setaimer. Und wir gehen wieder in diese Runde rein. Meine lieben Damen und Herren, wie gesagt, Fact Gaming weiterhin jetzt hier gegen E-Wave Esports Academy. 157 Zuschauer mittlerweile. Was eine Sache. Was ein Event. Nochmal Qualifier 2 nächstes Wochenende. Macht mit. Seid dabei bei diesem spektakulären Event. Bei dieser neuen Liga. Meine lieben Damen und Herren, hier zwischen Fact Gaming, Founder Squad und E-Wave Esports Academy. Also, wie gesagt, das heißt natürlich, wir sind jetzt hier sehr gespannt auf diese letzte, nächste Runde jetzt hier. Es ist Runde 9. Beide jetzt hier gerade mit dem 4-4. Beide jetzt hier gerade mit einem absoluten Hammer-Game natürlich unterwegs. Und das heißt natürlich, wir gehen jetzt hier mittlerweile wieder mit einer vollen Vorspannung natürlich auch wieder ins Game rein. Auch hier wieder fettes Danke natürlich an die Follows, die jetzt gerade reingesind. Nach Ruina, The Sync und natürlich Mibab. Hier fettes Danke natürlich für die für den Links. So, also Runde Nummer 9, 5-5 Situation, 2 Minuten 30 Sekunden natürlich jetzt hier mittlerweile unterwegs. Und das heißt natürlich, wir gehen jetzt hier mittlerweile auch wieder ins Game hinein, sind natürlich auch hier wieder sehr, sehr vorgespannt, wie gesagt, auf dieses Game. Und das heißt natürlich 2 Minuten 28 jetzt hier da, währenddessen, was macht, erstmal die Drohne wegschießen auf Seiten von CS. Da ist man natürlich ganz risky gewesen, dass man, wenn da ein Spieler gewesen ist und die Drohne gecallt hätte, dann wäre natürlich der Spieler ganz, ganz schnell weg gewesen. Und das heißt natürlich, wir gehen jetzt hier mittlerweile wieder in die Runde hinein. Runde Nummer 9, jetzt hier wieder unterwegs. Und meine lieben Damen und Herren, 5-5-Situation jetzt hier gerade zwischen diesen zwei Spielern. Und wie gesagt, 2 Minuten auf dem Timeboard. Das heißt, wir müssen erst jetzt wieder langsam, aber sicher wieder in die Runde reingehen. Kauf sein jetzt hier mittlerweile mit dem ersten Zurückrotation jetzt hier als Roma. Das heißt natürlich, man geht jetzt hier wieder in Richtung Turtle, in Richtung wieder Objective selber nochmal das Ganze nochmal rausholen. Ja, währenddessen trotzdem 1 Minute 43 Sekunden. Spiele jetzt hier mittlerweile wieder beim, hier wieder da. Und das heißt natürlich, man muss jetzt hier nochmal aufpassen, dass man natürlich jetzt hier nicht rausgeschossen wird. 1 Minute 34, Zeit wird um weiteres increased. Und wie gesagt, meine lieben Damen und Herren, let's go. So, Gravity mit dem Kill gegen Bongo findet die 4-5-Situation jetzt hier nochmal raus. 1 Minute 24 Sekunden Zeit wird hier nochmal ein bisschen increased, nochmal ein bisschen verschärft. Währenddessen wird es hier natürlich auch eine Drohne. Fashy auf der anderen Seite jetzt hier mittlerweile auf dieser Bar drauf. Kamadik mit dem Kill gegen Gravity findet die 4-4-Situation. Währenddessen muss natürlich auch den Breach weiterhin aktiv halten. Wie gesagt, 4-4-Situation, nachdem dass man natürlich jetzt hier ein paar schöne Kills jetzt hier nochmal geholt hat. Und wie gesagt, Runde Nummer 9, 1 Minute auf dem Timer. Wer wird das jetzt hier machen? Wer wird das Ganze jetzt hier nochmal rausholen? 58 Sekunden, Zeit wird increased. Meine lieben Damen und Herren, wir gehen jetzt hier endlich wieder los. Und wie gesagt, währenddessen findet hier tatsächlich auf der anderen Seite erstmal Fashy diesen ersten Kill. Und kann er den Spieler nochmal rausholen? Ah, meine Güte, die Pre-Fires sind zwar da, der Damage ist auch da. Trotzdem immer noch vom Live-Bar her, muss man ehrlich sagen, hat jetzt hier Fact einen sehr starken Disadvantage. Und währenddessen kann man aber jetzt hier Reezy erst nochmal schön rauspressern hier natürlich mit diesen Stunts. Währenddessen müssen wir natürlich auch auf Granaten gehen. Fashy mit gegen Benji, 4-3-Situation. Jetzt hier mittlerweile draußen, 3-3-Situation. Der zweite Push kommt, Fashy Double Kill, Fashy Kill gegen Reezy. Wie gesagt, Reezy gegen Kamatic, 3-2-Situation. Meine Güte, es ist wieder ein absoluter Rollercoaster, ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Flakes mit gegen Flashy. 2-2-Situation. Weiter Engel jetzt hier wieder von dem lieben Spieler auf dem Kopf sein natürlich.
in Richtung Freezer, will den Spiel natürlich finden, findet nur den Pre-Fire, der Damage ist aber da, Kopfsam wieder gegen Flex, 2-1 wieder zu. Und das ist ein Timeout-Win jetzt hier für Fact Gaming Fauna Squad hier in dieser mittlerweile 9. Runde. Und somit gehst du in Runde Nummer 10 wieder in Führung. Eieieiei. Also, Runde Nummer 10 jetzt hier unterwegs. Kid Storms wird jetzt hier noch angespielt und wie gesagt, die Jungs hier von Fact sind einen Punkt davon entfernt, in den ersten Map Point zu gehen und somit natürlich auch Map Nummer 1 jetzt hier für sich finally zu entscheiden zu können, was natürlich mega, mega geil wäre. Und somit starten wir natürlich jetzt auch wieder ins Game hinein. Und das heißt natürlich, wie geht es hier mittlerweile wieder in Runde 10? Fact Gaming gegen E-Wave Esports Academy. Wie gesagt, wir sind gespannt, Runde 10 jetzt hier nochmal anzulegen und das heißt natürlich, wir legen jetzt auch hier los zwischen diesen zwei Teams wieder nochmal Fact gegen die Jungs jetzt hier von E-Wave Esports Academy. Fact hat sich schon durchgeschlagen jetzt hier in der ersten Runde gegen No Time for Tactics, dann natürlich gegen Matchpace, wenn ich mich nicht ganz falsch erinnere, dann gegen Hegasoft Team Artemis und jetzt zu guter Letzt jetzt hier natürlich nochmal gegen E-Wave Esports Academy. Wenn das sind E-Wave Esports Academy, ich glaube bisher nur Free Wins, nee, man hat tatsächlich, glaube ich, ein einziges Spiel gespielt, wenn ich mich nicht ganz irre, gegen das Wupptroxic, nee, das ist tatsächlich wieder ein anderes Team gewesen, nevermind. Das heißt, wir starten jetzt hier ohne groß Knowledge gegen wen sie jetzt gerade alles schon gespielt haben, jetzt hier mittlerweile in diese 10. Runde hinein und wie gesagt, Fact Gaming ist jetzt hier tatsächlich auch in der Chance, jetzt hier das Ganze vielleicht in einem Matchpoint jetzt hier zu verwandeln oder in einem Mappoint, besser gesagt, und somit natürlich auch ihr eigenes Game jetzt hier nochmal einigermaßen zu versichern, dass man natürlich auch in diese zweite Map mit seinem eigenen Mappoint natürlich reinkommt. Ob man das schafft, ist natürlich eine große, große Frage. Trotzdem, Runde 10, macht nochmal ein bisschen Hype in den Chat rein, jetzt hier zwischen diesen zwei Teams. Fact Gaming gegen E-Wave, let's go! So, Kamatik mit dem ersten Engel jetzt auch hier mittlerweile in Richtung Kitchen Entry. Sucht natürlich nach da, nach einem, dem einen oder anderen Spieler. Wenn das auf der anderen Seite Kamatik jetzt auch wieder im Engel in die Richtung Korridor. Haas findest du aber vorerst mal keinen Kill. Runde 10 wird jetzt hier nochmal angesetzt und 2 Minuten jetzt hier, wie gesagt, auf dem Timeboard selber nochmal drauf. Währenddessen suchst du natürlich jetzt auch diesen ersten paar Spieler nochmal raus. Pre-Fire-Shots gehen durch. 2 Minuten auf dem Timer. Auf der anderen Seite kommt der Push um die Corner. Findest du aber vorerst mal keinen Kill. Fashi jetzt hier mit dem Kill natürlich da. Runde 10 jetzt hier, wie gesagt, unterwegs. Gravity wieder gegen Fashy, Kopfsam wieder gegen Benji, CS wieder gegen Gravity und Runde 10, 1 Minute und 50 Sekunden auf dem Timeboard unterwegs und wie gesagt, es ist gerade eine absolute stabile Leistung, was die Jungs jetzt hier uns gerade zeigen können. Runde 10 jetzt auch auf der anderen Seite jetzt hier mittlerweile wieder angekommen, dass man hier mittlerweile Attic eingenommen hat. Kyrex jetzt hier mit der Versuchung natürlich den Push jetzt hier nochmal anzusetzen, auch hier wieder über diesen Attic, Korridor herum, findet aber vorerst mal kein Kill. Bongo auf der anderen Seite mit dem Pre-Fire in, oder besser mit dem Aim-Angle jetzt hier mittlerweile in Richtung Closet, wo natürlich immer noch ein Spieler von E-Wave am Warten ist, aber auch hier Reezy mittlerweile noch einen weiteren Damage jetzt hier nochmal reinbekommt. Schönes Ding. So, Angle jetzt hier von Flakes wieder in Richtung Big Tower, sucht natürlich jetzt hier diesen einen Spieler auf diesem, auf dem Bitchen natürlich raus, findet ihn aber vorerst mal nicht. Somit haben wir jetzt hier in dieser letzten Minute von Runde 10 natürlich wieder eine 5-4-Situation. Kyrex wieder gegen den Bongo, Kamatic wieder gegen Reezy. Du hast 50 Sekunden auf dem Timer, wie gesagt, 3-2-Situation unterwegs und es ist Flakes wie auch Kyrex jetzt hier mit Kamatic und Kopfsen, wie auch CS natürlich am Leben. Kyrex mit dem Ausgleichstreiber für den ersten, kann aber keinen zweiten finden. Da Kaimatic jetzt hier, Kyrex raus und im Refrag und es liegt alles nur noch am Flakes. Er findet zwar den Peak und man findet den Pixel, aber man kann den Kill nicht finden. Aber jetzt Kopfsen mit der C7E Autopistol findet jetzt hier nochmal den letzten Spieler und Fact Gaming geht in Map Point hinein. Was ein Match hier zwischen Fact Gaming Fauna Squad und E-Wave Esports Academy. Jetzt hier in unserer Kitchen Dining Defense. Es ist Map Point hier für die Jungs hier von Fact
und wir sind natürlich gespannt, wie es dann jetzt hier aussehen wird, meine Lieben. Ihr könnt jetzt auch erstmal Hashtag Comeback oder Hashtag Sack zu natürlich noch in den Chat schreiben. Man hat jetzt drei Runden hintereinander auf seitens von Fact Gaming jetzt hier tatsächlich gewonnen. Oder sind es zwei gewesen? Die sind zwei gewesen, zwei Runden hintereinander. Und das heißt natürlich, man ist jetzt wieder eine Runde von entfernt, jetzt hier wieder drei Runden hintereinander zu holen. Und das wäre natürlich vor allem für ein Team wie E-Wave tatsächlich nicht das Optimale jetzt hier zu sehen. Somit gehen wir jetzt hier natürlich in Kitchen Dining. Jetzt sind wir mittlerweile in unsere erste Defense. Und meine lieben Damen und Herren, Ladies und Gentlemen, macht noch ein bisschen Hype in den Chat rein. Dann starten wir natürlich in die Matchpoint-Situation jetzt hier nochmal zwischen E-Wave Esports Academy und Fact hinein. Wie gesagt, wenn ihr natürlich weiterhin informiert bleiben wollt, was alles auf meinem Kanal hier gecastet wird, von Talent League zu Clash of Royals, vielleicht in der Zukunft zu DSBL oder natürlich auch zu ELC, also European Leagues and Cups, wie auch die Iconic Esports League. Leute, folgt mir auf Twitter, Ausrufezeichen Twitter, da findet ihr natürlich alle Infos dazu mit Ausrufezeichen YouTube ausgeschrieben. Wie gesagt, findet ihr natürlich meinen YouTube-Account. Dort findet ihr auch die Casts nach ungefähr drei. Also ja, ich probiere sie eigentlich jedes Mal wieder aufzuladen. Zwischendurch vergesse ich es oder bin ich halt zwischendurch auch, wenn ich, muss ich ehrlich sein, ein bisschen zu faul dafür. Aber jeder Cast sollte dort hochgeladen werden. Das heißt, wieder, könnt ihr auch gerne da einen kleinen Follow lassen. Und somit gehen wir jetzt hier, wie gesagt, in Matchpoint-Situation jetzt hier nochmal zwischen Fact und E-Wave natürlich hinein. Wieder mit einer sehr, sehr gespannten Vorfreude wieder auf dieses Matchup und somit heißen natürlich hier nochmal E-Wave gegen Fact hier mittlerweile zur Matchpoint-Situation. Meine lieben Damen und Herren, macht nochmal ein bisschen Hype in den Chat rein, bis es dann jetzt hier endlich losgeht zwischen diesen zwei Teams. Jetzt hier mittlerweile in unserer wunderschönen, ja, ersten Map immer noch natürlich drauf. Wir haben da vielleicht maximal noch drei Maps vor uns, falls E-Wave jetzt auch ihr eigenen Map-Pick hier nachher auf. Jetzt wieder. Was ist schon wieder? Auf Kaffee natürlich gewinnen kann. Wer dessen Flex findet, den Kill gegen Kopf sein, findet hier mittlerweile auch die 4-5-Situation. Und das heißt natürlich, Fact Gaming Fauna Squad jetzt wieder mit dem ersten Rundensieg wieder dabei. Das heißt natürlich auch hier, ich meine, mit dem ersten, E-Wave mit dem ersten Opening Frag findet hier mittlerweile, wie gesagt, Kopf sein raus. Und das heißt natürlich jetzt auch hier, auf dieser ersten Map hast du jetzt hier mittlerweile ein E-Wave, das immer noch hungrig auf diesen Sieg ist, hungrig auf diesen Runden-Win ist. Ob man das erreicht jetzt, dann ist natürlich die größere Frage. Trotzdem, 4-5-Situation jetzt hier gerade zwischen diesen zwei Teams. 1 Minute 42 Sekunden unterwegs. Wer wird das jetzt hier mit rausnehmen? Das ist die große Frage. So, währenddessen hast du jetzt hier 1 Minute 13 Sekunden unterwegs. Wie gesagt, wir sind natürlich wieder sehr gespannt, was jetzt hier auch in dieser mittlerweile 10. Runde, ich meine 11. Runde unterwegs ist. Währenddessen ist man auch auf Flakes hier mittlerweile mit einem Double Kill, findet Fashion immer raus. Hier natürlich hier tatsächlich auch wieder zur 5-3-Situation. Gravity gegen Chromatic für die 5-2-Situation. Und es sieht danach aus, würde man jetzt hier wieder eine sehr dominante Runde wieder auf Seiten von eBay holen. Was natürlich schön ist, aber man kann den Plant nicht denyen. Nee, es ist die 1-5-Situation und die Flawless Round von E-Wave. Jetzt hier mittlerweile in Runde 11. Und das heißt natürlich, meine lieben Damen und Herren, man findet die erste Comeback Round, geht in 6-5 hinein und ist damit auch eine Runde davon entfernt, in die Overtime zu gehen. Eieieiei, was sehen wir jetzt hier gerade zwischen diesen zwei wirklich phänomenalen Team Fact Gaming. Jetzt hier, wie gesagt, erstmal mit diesem Matchpoint immer noch zum zweiten Mal jetzt auch in der Chance natürlich. Auf der anderen Seite hast du E-Wave, die jetzt auch ganz, ganz hungrig auf diesen Rundensieg wieder sind, auf dieses Spiel jetzt hier gegen die Jungs hier von Fact Gaming Founder Squad. Ob man das natürlich jetzt auch hinbekommen kann, das ist natürlich eine andere Frage, aber trotzdem, Construction Side wird es auch das Objective sein. Ich meine, nicht Objective, Jesus Christ, Prodex, du bist echt wieder mal ein absoluter Lappen. Nee, Laundry Supply wird es hier auch das Objective sein, natürlich auf seitens jetzt hier von Fact. Und es ist die letzte Chance vor Overtime. Wenn wir das jetzt hier tatsächlich nicht gewinnen würde auf Seiten von Fact, dann geben wir von diesen insgesamt 4 Maps, wo wir jetzt hier mittlerweile im Clash of Royals schon gesehen haben, ein drittes Mal in Overtime. Und da fragt man sich, wie close ist diese Liga? Wie close ist dieses Qualifier? Das einzige dominante Match, was wir bisher gesehen haben, war AYB Youngstars gegen das Team von, gegen Hegasoft Team Artemis. Und das heißt natürlich, in Match-Ball-Situation geht es jetzt hier wieder rein. Fact Gaming gegen E-Wave Esports Academy. Macht nochmal Hype in den Chat rein. Wir starten jetzt hier mittlerweile in diese wunderschöne Matchpoint-Situation. Wie gesagt, hinein. Let's go!
10 seconds remaining. 5 seconds to go. Attackers must locate and defuse a bomb. 2 Minuten 50 Sekunden auf dem Timer. Und wie gesagt, Fat Gaming Founder Squad jetzt hier gerade tatsächlich in einem unglaublich starken Spiel unterwegs. Und das heißt natürlich, Matchpoint-Situation jetzt hier nur 2 Minuten und 42 Sekunden und jetzt hier da. Wenn dessen wird jetzt hier auch Flash mittlerweile mit dem ersten Spieler wieder in diesem Construction-Site natürlich wieder dabei ist. Also jetzt 2 Minuten 30 Sekunden. Engel wird jetzt hier weiterhin gehalten. Und das heißt natürlich, meine lieben Damen und Herren, Ladies und Gentlemen, es geht mittlerweile in diese mittlerweile auch 12. Runde hinein. Wie gesagt, es ist Overtime oder natürlich Comeback. Ich meine, es ist Overtime oder natürlich Sack zu jetzt hier gerade zwischen diesen zwei Teams. Und wie Teams sind, wie gesagt, 5-5 Situationen. Das man jetzt hier noch, gerade nochmal zu sehen bekommt. Fact Gaming gegen E-Wave. Jetzt hier mittlerweile auf unserer ersten Map, was wir jetzt hier natürlich zu sehen haben. Und wessen ist es CS tatsächlich hier mittlerweile schon auf diesen Laundry Stairs unterwegs. Warten natürlich auf den ersten Spieler. Und wie gesagt, Kofsen ist der erste Spieler, der jetzt fällt. Und das heißt, E-Wave hier gerade mit dem Opening Frag könnte natürlich das Game einigermaßen gut starten für sein eigenes Team. Währenddessen kommt jetzt auch der Peak, pusht jetzt hier mittlerweile über diese Laundry Stairs nach unten. Wartet es natürlich auch hier wieder nach diesen ein oder anderen Spieler. Währenddessen kommt auch der Push und du willst ihn natürlich abfangen. Hier mit deiner Clash kannst du ihn aber abfangen. Das ist natürlich die größere Frage. So, Spieler mittlerweile unter im Push-Verhältnis dabei. Und das sieht danach aus, als würde man die Pre-Fire-Shots jetzt hier irgendwie nochmal probieren durchzubekommen. Also, zwar Kill nicht da, aber trotzdem vorne im Geschehen. Hier mittlerweile Benji und Iana auch hier mittlerweile mit der Granate. Aber die wird leider jetzt hier nochmal von diesem, von dieser... wer ist wieder von diesem ADS-Ausgang? Nein, Team, er prägt sich selber um, Reezy, was machst du da? Macht auch noch einen ultimativ hohen Schaden jetzt hier an Benji und das heißt natürlich, das könnte tatsächlich der Punkt gewesen sein, wo jetzt Fact das Ganze schnappt und natürlich jetzt so turnt, dass du das Ganze rausholen kannst. 1 Minute 6 Sekunden, wenn dessen Benji wird jetzt hier nochmal geinjured, Pre-Fire schon jetzt auch von Flashy wieder in Richtung die wunderschönen Stairs jetzt hier natürlich von Freezer, weiterer Engel jetzt hier mittlerweile von Kamatic, CS wieder gegen Benji, oh mein Gott, nein, jetzt hier tatsächlich nochmal mit dem Clash Shield findet er den Kill raus und das heißt natürlich 1 Minute 48 Sekunden, Flash kommt heraus, die Smoke sollte jetzt hier mittlerweile auch noch rauskommen, das heißt natürlich 4-3 Situationen jetzt hier gerade unterwegs, meine Güte. Fact Gaming gegen E-Wave Esports Academy. Jetzt hier zur 4-3 Situation im Matchpoint. Long Engel, Kyrex injured, Kyrex tot. Fashy holt sich den Kill. Es liegt jetzt hier alles nur noch an einem Spiel. In diesem Fall aber das Gravity jetzt hier nochmal auf seiner M762 für den ersten Fashy draußen. Aber beim zweiten scheitert er. Und Map Nummer 1 schnappt sich Fact Gaming Founder Squad. Was eine Runde, was eine Map. Wow, und ich bin sowas von auch gehypt für die zweite Map natürlich nochmal. Hier zwischen diesen zwei Teams. Meine Güte, das ist der Clash of Royals. Nochmal meldet euch an. Die zweite Qualifier, die ist in einer Woche schon wieder da. Und ich denke, niemand von euch will sie verpassen. Also, wie gesagt, wartet hier nicht allzu lange. Weil auch hier gibt es limitiert Spots. Ich denke zwar nicht, dass wir voll bekommen, aber trotzdem wäre ja natürlich mega geil. Das heißt, auf der anderen Seite haben wir jetzt hier wieder einen Talk und Fact Gaming schnappt sich Map Nummer 1 und das heißt natürlich, wir gehen jetzt hier mittlerweile vielleicht in eine kleine Pause hinein, bevor es dann auf Map Nummer 2 geht, was natürlich der Map-Pick auf seitens von E-Wave Esports Academy ist und in diesem Fall wäre das Café Dostojewski und meine lieben Damen und Herren, was eine erste Map, was ein erstes Game, ich bin sowas von gehypt natürlich jetzt auch hier weiter nochmal zu legen. Und Clubhaus natürlich dann auch anschließend, falls man auf Café das 1-1 rausholen kann. Bin natürlich auch hier noch sehr gespannt. Nochmal, meine lieben Damen und Herren. Wir gehen jetzt hier mittlerweile wieder in diese nächste Runde hinein. Und das heißt natürlich, wir fragen, ob die Jungs tatsächlich noch kleine Pause wollen oder ob sie natürlich Head-On weiter wollen machen. So, also zweite Map wird, wie gesagt, Café Dostojewski sein und wir sind in 5 Minuten wieder da. Wir machen jetzt eine kleine Pause und wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich.
Ja, leider gibt es keine Pause, das heißt, ich kann nicht essen gehen. Scheiße. Das heißt natürlich, wir starten Head-On mit der zweiten Map. Mal gucken, ob da natürlich alles bereit ist. Und mit Fragen die Jungs nochmal, ob die ready sind. Also E-Wave wäre ready. Fact Gaming Founders Squad. Warten wir natürlich jetzt hier nochmal kurz auch auf IR. Und das seht ihr auch. Und das heißt natürlich, wir starten jetzt hier mittlerweile auch in Map Nummer 2, ohne groß zu warten hinein. Und das heißt natürlich, meine lieben Damen und Herren, es geht jetzt hier los auf Map Nummer 2. In diesem Fall wäre das Kaffee Dostojewski. Eieieiei! Meine Güte, was eine erste Map, was eine erste wunderschöne Game. Und das heißt natürlich, wir bekommen direkt mehr davon zu sehen. Aber lass mich ganz kurz was machen. Ich musste was Kleines essen. Tut mir leid. Somit gehen wir natürlich jetzt auch in die zweite Map hinein. Das heißt natürlich, ja, wir gehen jetzt hier erstmal wieder in diese Operator-Bann-Phase hinein. Das wäre natürlich auch gleich mal mit dem ersten Bann. In diesem Fall wäre das Fact Gaming, wie gesagt, jetzt hier in der Defense. Ja, die Jungs starten jetzt hier als erstes in der Defense, was natürlich schön ist, was natürlich gut ist. Mittlerweile wird auch der erste Operator-Bann jetzt hier mittlerweile hingelegt. Das wäre in diesem Fall Ace. Wie gesagt, Ace hier natürlich mit einem massiven Breach. Oh. Okay, das heißt natürlich dann auch hier mittlerweile Montagnebahn, natürlich allgemein Schilder. Hat man jetzt hier nicht 100% Bock auf seitens von E-Wave. Und das heißt natürlich auch hier nochmal eine Clashbahn. Halt vor allem von der letzten Runde ein absoluter Targetbahn. Und das heißt natürlich auch hier wieder mal nochmal kurz eine Normalbahn, den wir jetzt hier nochmal drüber hat. Ich hoffe natürlich, ich habe mich muted. Ja, ich habe mich gemutet. Okay, alright. Gut, Operator-Bann ist auch durch und das heißt natürlich, wir sind jetzt hier bereit, in das Game jetzt hier nochmal reinzustarten. Könnt jetzt hier natürlich das Ganze nochmal reingehen und, was machen die Jungs gerade hier? Nevermind. Das heißt natürlich, wir gehen jetzt hier wieder in dieses Match hinein, meine lieben Damen und Herren. Es geht jetzt hier mittlerweile in Runde Nummer 1 hier von Map Nummer 2. Erstes Objektiv wird Bar Cocktail sein und wir sind natürlich absolut gespannt, wer das Ganze jetzt hier mit nach Hause holen kann. So, meine lieben Damen und Herren, wir starten in Runde Nummer 1 hinein. Wie gesagt, jetzt sehen wir noch zwischen Fact und E-Wave Esports Academy. Jetzt wieder in der Prep-Phase dabei und wie gesagt, wir sind absolut gespannt jetzt hier. Seit diesen ersten paar Matches haben wir jetzt hier mittlerweile auch wieder einen Start gefunden. Immer noch 116 Zuschauer, ist natürlich eine mega, mega geile Sache. Und das heißt natürlich, wir gehen jetzt hier mittlerweile nochmal in diese erste Runde auch wieder neu. Moin Shiny! By the way, Shiny, einer der weiteren CEOs hier natürlich vom Clash of Royals. Auch natürlich im Server-Team immer wieder dabei. Begrüßt erstmal Mada natürlich, der auch dabei ist. Moritz, Aimbot, die Jungs sind aktive Mods. Das ist mega, mega geil natürlich auch hier die Arbeit. Dass wir natürlich so schnell wie möglich euch die Hilfe vom Cup geben können. Die ist da und somit haben wir jetzt auch Runde 1 mittlerweile unterwegs. Und wie gesagt, nochmal... Ich habe gerade gesehen, wer sich angemeldet hat. Und Leute, das ist mega geil. Das ist mega, mega geil und ich bin mega, mega hyped. So, trotzdem, wir konzentrieren uns jetzt hier mittlerweile an diesem zweiten, wunderschönen 2. Januar natürlich wieder in dieses Game. Und wir haben die erste Runde, die ganz, ganz schnell auf beginnt, nämlich hier Opening Frag gegen Gravity. Man hat hier einen Spawn Peak mittlerweile draußen und das heißt natürlich, Ash wurde jetzt hier erstmal weggefragt. Fashion wurde jetzt hier auch mittlerweile nochmal rausgeholt. Und somit, wie gesagt, Runde 1 geht es hier mit zwei sehr, sehr schnellen Opening Frags hier natürlich los, die man natürlich jetzt hier gerne immer mal wieder sieht. Und ja, wie gesagt, meine lieben Damen und Herren, somit starten wir natürlich wieder mit voller Vorfreude auch hier wieder in Runde Nummer 1 hinein. Nochmal zwei Opening Frags, die jetzt hier gerade hinbekommen sind. Und ja, würde sagen, let's go. So, Kofsen jetzt hier mittlerweile mit dem ersten Schuss jetzt auch hier wieder dabei.
Und wie gesagt, so Runde Nummer 1 jetzt hier unterwegs. Und dessen hast du jetzt hier natürlich diese ersten paar Gunfights hier unterwegs. Du hast Benji und Gravity mittlerweile weggeschossen wurden. Outside Run jetzt auch nochmal von Bongo. Er findet hier mittlerweile Flakes nochmal raus für 2 Situationen. Und es ist Fact Gaming, die jetzt hier natürlich gerade unglaublich stark wieder vorstarten. Jetzt hier auch Runde 1 mit 1 Minute und 40 Sekunden natürlich wieder unterwegs. Und das heißt natürlich jetzt hier 1 Minute 40, die jetzt hier nochmal bleiben, um das Ganze jetzt hier nochmal zu holen. Auch 1 Minute 35 Sekunden auf dem Board, wie gesagt, unterwegs. Und das heißt natürlich, Reezy und Kyrex, die zwei letztlebenden Operator, müssen jetzt hier nochmal gegen einen Vierer-Squad jetzt nochmal ran. Bongo natürlich gerade im Outside-Play unterwegs. Und das ist natürlich ein ganz, ganz böses Ding. Du musst natürlich auch hier sehr, sehr aufpassen, dass du jetzt hier natürlich nicht weggeschossen wirst. Aber Opa jetzt über die Stairs, aber CS denkt sich so erstmal, Kyrex, weg mit dir. Das ist ein schöner Shot gewesen und das heißt natürlich auch hier hat man wieder einen weiteren Kill, einen weiteren runden Start für die Jungs jetzt hier von E-Wave. Und meine lieben Damen und Herren, Ladies und Gentlemen, was ist hier gerade los? Runde 1, Fact Gaming kommt jetzt hier gerade nicht wirklich an. Ich meine, E-Wave kommt nicht mehr an das Team von Fact ran. Die haben jetzt hier einen ersten wirklich sehr schönen Rundenstart gefunden, halt bei Map Nummer 1, jetzt auch in Map Nummer 2. Ich meine, auch im Map Nummer 2 zeigen sie jetzt hier gerade eine totale Überlegenheit gegen das Team von E-Wave. Und das ist genau das Ding, was man jetzt hier richtig macht. Man geht nochmal raus, man geht jetzt hier nochmal zum Truck und sagt, yo, jetzt müssen wir noch kurz nochmal reden. Was ist falsch gelaufen? Was kann man jetzt hier besser machen? Reezy jetzt auch mit dem Kill gegen Kopfsam findet hier natürlich auch noch eine weiteren 3-1-Situation. Das kann natürlich auch den ersten Klatschkill noch machen. Ob er den Klatsch jetzt hier durchzieht, ich erwarte es zwar nicht, trotzdem in Runde 1, 2 Minuten und 20 Sekunden jetzt unterwegs. Kamatic Long Engel wartet auf einen Spieler. Push kommt dran. Oh! Schöner Pre-Fire, bekommt leider davor erstmal keinen Kill, währenddessen kommt natürlich der kleine Peak immer mal wieder um die Corner rum, findet den Kill, das aber nicht. Kamatic wird jetzt hier nur rausgeschossen, Runde 1, 8 Sekunden, Bongo mit dem Kill gegen Reezy, Fact Gaming Founder Squad holt sich Runde Nummer 1 auf Map Nummer 2. By the way, Inos, Invisible, fettes Danke für den Follow. Wir sind 4 Follower davon entfernt, 1850 hier zu erreichen. Und Leute, ich habe gehört, Ende Januar die 2000, wenn das so ist, dann danke. Ja, oder vielleicht kommt ein kleines Überraschungsgeschenk, wer weiß, aber trotzdem, Runde 2 wird jetzt hier erst einmal hingelegt. Es wird jetzt hier mittlerweile tatsächlich Kitchen jetzt hier zu zweiten angespielt. Das heißt natürlich, man verfolgt diesen standardhaften Spot jetzt hier einfach nochmal zur Verfolgung jetzt hier nochmal runter. Und somit schauen wir natürlich jetzt auch in Runde 2 jetzt hier hinein zwischen diesen zwei Teams. Meine lieben Damen und Herren, macht nochmal ein bisschen Hype in den Chat rein. Wie gesagt, wir sind natürlich immer noch sehr, sehr gespannt, wer das Ganze jetzt hier weiterholen kann. Und ich würde mal sagen, F2 ist cooler als danke. Oh, cute. So, Runde Nummer 2. Fact gegen E-Wave. Let's go. So, also Runde 2, wie gesagt, jetzt hier 12 Sekunden wieder zum Aufbau und es ist immer noch Fact gegen E-Wave jetzt hier wieder dabei, wie gesagt, auch hier wieder in der Prep-Phase. Du spielst jetzt hier mittlerweile eine sehr, sehr weite Defense, wir gucken uns natürlich auch das Ganze jetzt hier uns nochmal an und wie gesagt, du siehst hier gerade eine absolut riesige Defense von A bis, du probierst ja natürlich tatsächlich weit zu spielen, hast trotzdem das Ganze Objective Reinforce, das heißt natürlich, du bist zwar mit Roaming unterwegs, du bist natürlich jetzt hier weit, wie gesagt, am Ausbauen, aber trotzdem, vorerst kommt das nicht rein. Moin Glubschi, wieso da? Ah, moin Glubschi, danke dir natürlich für den fetten Raid. So, Runde 2, Flash mit dem Kill gegen Gravity. Findet hier mittlerweile den ersten natürlich nochmal raus. Schönes Ding, jetzt hier nochmal 2 Minuten und 30 Sekunden natürlich jetzt hier nochmal zu spielen. Währenddessen findet hier Flash auch den Kill gegen Reezy, 5-3-Situation. Eieieiei, Fact Gaming ist am Dominieren und das sieht man jetzt auch in dieser Runde wieder absolut krass jetzt hier nochmal. Und wie gesagt nochmal, oh Leute. Ehre! So, Runde 2, 2 Minuten 10 Sekunden. Währenddessen kommt natürlich hier mittlerweile auch diesen ersten Engel jetzt hier nochmal mit der RG15 und Kopfsam, wenn du den Kill holst, dann bist du einfach ehrenlos. Meine Güte, was macht jetzt hier gerade Fact mit E-Wave? Die erste Runde war so knapp, die war so spannend, man hätte fast NBA gespielt und oh, Kopfsam, Double Tap findet den Kill. Fashy mittlerweile mit dem Outrun. Findet er den Kill? Er findet den Kill! Triple Kill Fashy! Meine Güte, was ist das? Flawless Run Fact Gaming mit einem ganz, ganz bösen Spielstil.
Was ist da gerade los hier? Von den Jungs hier natürlich, von Fat Gaming Founder Squad. Also es ist unglaublich hier sowas zu sehen. Man kommt nicht an die Defense heran, man kommt nicht an den Spieler heran. Fireplay Smiting wird jetzt hier mittlerweile auch wieder angespielt. Das heißt, ich meine Reading Fireplace hier zur dritten Runde. Und es sieht stärker aus als in der ersten Runde. Man spielt hier tatsächlich sogar eine absolut, man merkt halt die Dominanz, man merkt, wie die Jungs von Fat Gaming merken, dass sie halt in diesem Falle stärker werden. Und es ist wieder E-Wave, die am Struggeln sind, jetzt zwei Runden hinterher sind und jetzt hier natürlich zurück irgendwie nochmal kommen müssen, auch in dieser dritten Runde. Man hat wieder die Chance auf diesen Draw zum Round-Swap. Eieiei, es tut weh. Und jetzt heißt es nochmal Reading Fireplace auf Seiten von Fact. Und mal gucken, was man natürlich jetzt hier in dieser letzten dritten Defense nochmal macht. Wie gesagt, jetzt auch mit der Chance, das Ganze in einen Draw zum Roundup jetzt hier nochmal reinzusetzen. Und Runde 3, 39 Sekunden in dem Aufbau. Was macht man jetzt hier auf Seiten von Fact und auf Seiten von E-Wave? So, Runde Nummer 3 wird jetzt hier, wie gesagt, jetzt hier wieder angespielt. Es ist Fact Gaming jetzt hier gerade tatsächlich mit dem 2-0 Lead. Und währenddessen wird es hier natürlich auch erstmal wieder Reading Fireplace nochmal angespielt in dieser zweiten Runde. Und das heißt natürlich auch, da sind wir wieder sehr gespannt, was jetzt hier nochmal Fact mit diesem, aus diesem Ganze jetzt hier nochmal rausmachen kann. In dieser dritten Runde wird es ja auch hier natürlich nochmal nochmal spannend, weil wie gesagt, Fact ist jetzt hier wieder eine Runde von entfernt, in diesen Draw zum Roundsup jetzt hier nochmal reinzugehen. Könnte natürlich dann vielleicht auch auf diesen positiven Roundsup jetzt hier nochmal anspielen. Wenn man das schaffen würde, würde es natürlich hier sehr, sehr schnell auch so aussehen, dass man natürlich auch in Map Nummer 2 jetzt hier auf Seiten von Fact Gaming nimmt. Natürlich nachdem das Map Nummer 1 sehr, sehr knapp jetzt hier nochmal wurde. Und man würde sich natürlich dann auch somit auch den Aufbau oder besser den Einzug morgen in dieses Finale oder besser doch in dieses Halbfinale nochmal sichern. Entweder gegen Wurptrox oder natürlich gegen E-Wave Esports Youngsters. Wir können natürlich auch da nochmal diesen Promote nochmal rausgehen. Ausrufezeichen Core-Caster findet ihr den Kanal von Toastbrot Dorni, der jetzt gerade in der ersten Map zwischen E-Wave und Youngsters und Wurptrox ist, wo E-Wave Youngsters tatsächlich auch 3-2 am Führen ist auf Clubhouse. Und das heißt natürlich, wir gehen jetzt hier mittlerweile in Runde Nummer 2 hinein. Meine 3 jetzt hier mittlerweile auf Map Nummer 2 natürlich jetzt hier. Nochmal, die Jungs jetzt hier von Fact dürfen natürlich in der Defense starten, was natürlich die bessere Seite ist. Und es ist tatsächlich E-Wave mit dem Opening Frag, findet hier Fashy raus. Wenn das ein Kopf sein mit dem Ausgleichstreffer, findet hier Gravity nochmal raus. Und das heißt natürlich 4-4-Situation jetzt auch hier wieder in dem Spiel unterwegs. Und das heißt natürlich auf der anderen Seite, du gehst jetzt hier wieder auch wieder auf dem Spiel los, gehst natürlich auch hier wieder, wieder sehr gespannt wieder los. Und das heißt natürlich, meine lieben Damen und Herren, let's go. So, CS mit dem Kill, CS mit dem Kill gegen Kyrex, Freezy mit dem Kill gegen CS. Das heißt natürlich, wir gehen jetzt hier langsam aber sicher wieder in dieses Late Game hinein. Wenn das ein Fact findet, hier wieder die Führung. Klar, aber auch nur eine knappe Führung. Nee, Kopfstand, nevermind, mit einem Triple Kill. Findet hier nochmal Flakes nochmal raus. Und das heißt natürlich 3-1-Situation jetzt hier da unterwegs. Es sieht danach aus, als würde man jetzt hier auf Seiten von Banshee wieder halt dieses Solo-Game jetzt hier unterführen. Und das Ding ist halt einfach, Fact spielt ein sehr, sehr aggressives Spiel. Sehr viele Outruns, sehr viele Pushes von Orten, wo du es halt eigentlich nicht erwartest, weil halt da meistens auch kein Push hier wirklich rauskommt. Und das heißt natürlich, in diesen 50 Sekunden geht es jetzt hier nochmal vor Benji natürlich nochmal in einen Klatsch hinein, wo man das Ganze natürlich nochmal schön nochmal angucken muss, wo man jetzt hier nochmal reingehen kann. Auf der anderen Seite kommt auch der Push hier und Kaufsend jetzt auch hier mit dem letzten Kill und holt sich jetzt hier Benji raus. Und das heißt natürlich jetzt hier mittlerweile in dieser nächsten Runde findet man hier tatsächlich... Oh, leckt es ein bisschen. Ich muss natürlich auch erst nochmal das im Hintergrund schließen. Yikes. So, also wie gesagt, wir gehen jetzt hier mittlerweile wieder in diese wunderschöne vierte Runde hinein. Das ist mittlerweile auch die Runde, wo man jetzt hier auf Seiten von Fact Gaming natürlich usen kann, um natürlich einen ersten Step wieder in die Runde zu bringen. Und das ist genau da der Punkt, wo man natürlich letzte Map, die letzte Runde von Fact geholt hat, wo natürlich dann E-Wave zurückgekommen ist. Und das sollte man meiner Meinung nach jetzt auf Seiten von E-Wave vielleicht ein bisschen früher beginnen. Klar, du bist auf der schlechteren Seite oder auf der Seite, die halt nicht so nicht wirklich so viel Vorteil hat. Trotzdem war Cocktail sollte natürlich ein Spot sein, den du anspielen kannst, den du natürlich jetzt hier irgendwie noch probierst, solltest hier zu dominieren. Und somit sind wir natürlich jetzt hier mega, mega gespannt, wer das Ganze jetzt hier wieder rausholt. Meine lieben Damen und Herren, Map Nummer 2, wir sind natürlich gespannt jetzt auf das Match. Jetzt sind wir zwischen E-Wave und natürlich den Jungs hier von Fact Gaming Founder Squad.
5 seconds left before insertion. So. Also, Runde Nummer 4, es ist die, ja, mittlerweile die zweite Hälfte der ersten Hälfte natürlich von, ja, von dieser zweiten Map mittlerweile. Das heißt natürlich, es geht jetzt hier mittlerweile tatsächlich wieder los, 2 Minuten 50 Sekunden jetzt hier wieder unterwegs. Mit dessen erster Outrun von Fashy und, oh mein Gott, was ein Opening Frag von Fashy gegen Reezy. Spektakulär, holt er jetzt hier mit einem bösen, bösen Outrun natürlich diesen ersten Kill nochmal raus. Und das heißt natürlich auch hier wieder der Start für das Team jetzt hier von Fact Gaming. Natürlich wieder ganz, ganz dominant jetzt hier. Auch wieder in der ersten Map, in dessen Runde 4 jetzt auch hier wieder gestartet wird. Jetzt hier mit dem ersten Engel jetzt auch hier wieder nach oben. Sucht natürlich den Spieler. Und du siehst gerade auch diese Red Barrels, die man sieht, dass er natürlich hier der liebe Spieler auf dem, ja, auf natürlich, wie heißt wieder? Deutsch. Auf seitens hier von Oryx natürlich rausspringen will, kann aber nicht, weil wie gesagt diese Red Barrels da sind, dieser unsichtbare Wand oder natürlich einfach dieses Zeug, dass er halt, wie gesagt, nicht rausspringen kann. Somit haben wir 1 Minute 58 Sekunden zu spielen. Kamatek jetzt auch mit einem Long Angle jetzt hier nochmal nach vorne in Richtung, ja, Piano Window und Bongo, jetzt Benji in der tatsächlich mit dem Kill jetzt hier gegen Bongo, findet hier natürlich einen schönen Kill und das heißt natürlich 1,43, eieiei, Fashy wieder gegen Gravity, 4-3 Situation, wieder eine Führung und die Kontaktgranate, die fliegt, Fashy mit gegen Kyrex, Triple Kill und wir sehen nochmal diese Dominanz auch hier mittlerweile in dieser vierten Runde, das ist doch nicht mal feierlich anzusehen, Benji mit dem Kill gegen CS, 3-2 Situation, eieiei. So, also Benji und Flex jetzt hier, wie gesagt, nochmal unterwegs. Nochmal in diesem Klatsch drin. Wir wollen natürlich auch hier das Game jetzt irgendwie nochmal in ihre Seite jetzt nochmal holen. Und das heißt natürlich, wie gesagt, 3-2 steht jetzt hier gerade für diese zwei Boys. 1 Minute 10 Sekunden natürlich nochmal hier zu spielen. Und die Jungs jetzt hier von Fact gegen E-Wave jetzt hier natürlich nochmal in dieser wunderschönen vierten Runde unterwegs. Und Fashy Quadkill ist drauf und dran, diesen Ace zu holen. Aber es liegt hier alles tatsächlich nur noch an einem Spieler. Und das ist der Ace von Fashy! Schönes Ding! Und das heißt natürlich, in Runde 5 hast du jetzt hier, Benji macht Monitor an. Eieieiei, also, was ein Game jetzt hier auch gerade wieder von den Jungs hier von E-Wave Esports, ich meine von Fact, ich meine vor allem Fashy jetzt hier gerade mit dem Ace, zieht jetzt hier gerade wunderschöne 5 Kills durch und jetzt hat er natürlich ab in dieser vierten Runde schon 8 Kills, ist auch schon zweimal gestorben und das ist jetzt hier genau der Punkt, wo man natürlich auf der letzten Map die Wendung hatte, wo E-Wave natürlich dann die ersten paar Runden holte, natürlich dann auch richtig begann jetzt hier zu vorstoßen. Ob man das jetzt ja auf Seiten von E-Wave schafft, ich muss ehrlich sagen, na, diese ersten zwei Runden sahen sowas von dominant aus auf Seiten von Fact Gaming Founder Squad, dass ich kaum noch das Bedenken habe, dass E-Wave hier gerade noch an die Runde rankommt. Somit auch hier mittlerweile in Runde 5 geht es jetzt hier wieder los. E-Wave natürlich jetzt hier, wie gesagt, ganz und gar weg von einer normalen Leistung. Und das heißt natürlich, in dieser fünften Runde geht es auch hier wieder in 19 Sekunden in der Prep-Phase nochmal durch. Und auch hier sind wir natürlich wieder sehr, sehr gespannt, wer das Ganze wieder rausholen wird. Wird es hier Fact Gaming sein oder wird es natürlich E-Wave Esports Academy sein? Das ist die große, große Frage. Meine lieben Damen und Herren, Runde Nummer 5, let's go. Also, Runde 5 jetzt hier, wie gesagt, da. Fact jetzt hier mittlerweile mit dem ersten Spieler jetzt hier wieder auf diesem wunderschönen Defense-Spot natürlich. Wir haben jetzt hier mit der Chance auch das Ganze in einem 5-0 zu enden. Wie gesagt, auch das Ganze nochmal vielleicht in einen Flawless Roundup hier nochmal reinzubekommen. Ob er das schafft, ist natürlich die andere Frage. Wenn dessen hast du Kopf sein, jetzt hier mittlerweile oben am Window, sucht natürlich auch da diesen ersten Opening Frag jetzt hier selber nochmal raus. Ja, ja. Also Runde 5 jetzt hier, wie gesagt, hier wieder unterwegs. Nachdem das Fact natürlich in der ersten Runde sehr, sehr knapp das Spiel geholt hat, ist man jetzt in dieser zweiten Runde, wie gesagt, nochmal auf dieser zweiten Map natürlich immer sehr, sehr intensiv unterwegs. Währenddessen, glaube ich, hast du gerade jetzt hier
tatsächlich dieser Freezer Hedge, nee, okay, hat gerade so ausgesehen, als hättest du die Freezer Hedge geopend. Und somit hast du sie natürlich in Runde 5, jetzt sind aber 2 Minuten auf dem Timer. Und es ist jetzt die Runde, wo auch Fag tatsächlich wieder beginnt, ruhiger zu spielen. Und, oh, auch einen schönen ersten Pre-Fire jetzt hier mit dabei von Gravity. CS tatsächlich einen ziemlichen Damage jetzt hier nochmal reinzieht. Somit auch in dieser 5. Runde natürlich, oh, gut unterwegs ist und du fliegst dort auf dem Tisch. Eieiei, was machst denn du da? High Ground, habe ich gehört. Never mind. Er mittlerweile natürlich zur Rückrotation. Du spielst natürlich einen Double Play oben. Du musst auf die linke Seite aufpassen. Opening für E-Wave, aber Ausgleichstreffer auch gleich hier wieder. Kopfstreffer gegen Gravity, währenddessen Gravity natürlich CS rausholt. 4-4-Situation, Ausgleich wie gesagt da. Und du willst natürlich auch hier wieder in diesen Drop hier reingehen. Kann man das natürlich jetzt auch hier irgendwie nochmal rausbekommen? Oder wird es jetzt tatsächlich in dieser 5. Runde Fact Gaming Founder Squad jetzt auch irgendwie nochmal das Game jetzt hier zu holen? Das ist jetzt die große Frage. Runde 5. Also 4-0 steht es hier gerade auch vom Score natürlich her. Währenddessen hast du jetzt hier natürlich erstmal die Drohne, die jetzt hier nochmal rausgeschossen wird. Auf der anderen Seite natürlich auch der erste Spieler, der jetzt hier natürlich hungrig wieder auf dich ist. In diesem Fall wäre das tatsächlich auch der liebe Spieler jetzt hier auf dem Jackal. Push kommt nach vorne. 3-4-Situation. Fact Gaming jetzt hier. Ich meine, Reezy mit der Kill gegen Kopf sein, findet hier mittlerweile die 3-4-Situation natürlich selber nochmal raus. Währenddessen 15 Sekunden auf dem Timer natürlich nochmal dabei sind. Hier natürlich auch hier wieder unterwegs bist. Reezy auch das Ganze jetzt hier nochmal raussucht. Gehst du jetzt hier natürlich langsam, aber sicher auch wieder ins vertikale Gameplay hinein, sucht natürlich da nach dem einen oder anderen Spieler jetzt hier raus, ob du ihn bekommst oder ob du da tatsächlich auch da wieder eine Führung nochmal rausholst, ist natürlich die andere Frage. Trotzdem, E-Wave ist im Moment noch auf dem in der Führung, E-Wave ist gerade noch in diesem stärkeren Gameplay unterwegs, denn dessen hast du natürlich auch Flexi mittlerweile mit dem ersten Spieler jetzt hier unten wieder bei Wedding. Fashion wieder rausgeholt, das ist alles natürlich 4-2-Situation. Badge wieder gegen Fashion, wie gesagt, hier mittlerweile auch zum ersten tatsächlich ein Lead und es sieht danach aus, das könnte man jetzt auch hier wieder in der 4. Runde diese erste Runde rausholen, aber auf Seiten von E-Wave Esports Academy und das wäre natürlich mega, mega stark jetzt hier von den Jungs. Bongo mit der Kill gegen Benji und Flakes mit dem Bongo mit dem Double Kill, Flakes hat noch draußen, Double Kill natürlich hier wird dessen, aber kommt der Push rein und ein Kyrex wird auch nochmal rausgeholt. Schönes Ding, Kamate mit der Kill gegen Kyrex und das liegt ja alles noch an Reezy. 5-0, Fact Gaming! Eieieiei! Also auch hier siehst du wieder ein Spiel von den Jungs hier natürlich, was unglaublich stark hier wieder ist. Reading Fireplace wird jetzt hier mittlerweile in Runde 6 natürlich nochmal angespielt von den Jungs hier von Fact Gaming Founder Squad. Und das heißt natürlich, E-Wave muss jetzt hier irgendwie nochmal ran, muss jetzt hier irgendwie nochmal was finden. Sonst sieht es hier tatsächlich für diese nächste Runde jetzt hier nochmal sehr, sehr schlecht aus. Runde 6, meine lieben Damen und Herren, wir gehen jetzt hier natürlich nochmal hinein mit einem sehr, sehr gespannten Start wieder für die zwei Teams. Und das heißt natürlich, Reading Fireplace wird jetzt auch das Objective sein, dass man in dieser letzten Runde spielt. Und es könnte jetzt hier tatsächlich auch dieses 6-0 zum Roundstop werden. Die letzte Runde wurde tatsächlich nochmal sehr, sehr knapp. E-Wave war fast zu weit, eine erste Runde zu holen. Aber scheiterte dann in dem Late Game leider an den letzten zwei Spielern. Nochmal in diesem Fall wäre das Kopf sein gewesen und Kamatic. Nee, Kopf und Bongo natürlich, die jetzt hier noch das Game nochmal rausgezogen haben. Und somit in Runde 6 geht es jetzt hier natürlich mit 35 Sekunden auch hier wieder in dieses Game nochmal hinein. Und wie gesagt, wir sind natürlich jetzt hier mega, mega gespannt. Und nochmal nicht vergessen, morgen um 13 Uhr starten wir mit dem ersten kleinen Finale. Danach das zweite, ich meine, im ersten Halbfinale, dann danach das zweite Halbfinale und dann danach natürlich gleich nochmal das große Finale auch hier wieder vom Clash of Royals in dieser 6. Runde natürlich dabei, ich meine, in diesem ersten Qualifier. Und wie gesagt, wir sind natürlich mega, mega gespannt. Das heißt, Runde 6 kann jetzt nochmal losgehen. Fact Gaming Founder Squad jetzt hier nochmal gegen E-Wave Esports Academy natürlich nochmal in unserer ersten Qualifier hier im Viertelfinale. Nochmal parallel zu diesem Stream läuft natürlich ein weiteres Viertelfinale auf der Seite jetzt hier von Einfach Leonel auf seinem Kanal. Und ja, Runde 6, 2 Minuten 48 Sekunden natürlich unterwegs. Und das heißt natürlich, 5-5 Situation jetzt hier gerade wieder zwischen den zwei Spielern. Wir sind natürlich immer noch sehr gespannt, wer das Ganze mit rausnehmen wird. Und meine lieben Damen und Herren, Fact Gaming Founder Squad gegen E-Wave Esports Academy. Let's go! So, währenddessen hast du natürlich Kopf sein jetzt hier mittlerweile als erster Spieler jetzt hier wieder unterwegs, hier tatsächlich wieder auf diesem Jäger unterwegs. Und das heißt natürlich Runde 6 mit 2 Minuten und 13 Sekunden wieder zu spielen, geht es jetzt hier mittlerweile auch in Runde 6 natürlich wieder hinein. Nochmal 2 Minuten zu spielen, wird jetzt hier also noch ein weiteres nochmal
ja, geclosed. Und oh, schöne erste Prefire. Reezy bekommt jetzt hier diese ersten Damages. Natürlich jetzt hier nochmal reingedrückt. Gravity jetzt auch mit Kegel in Kopf sein. Fertig, 4-4-5 Situation. Wieder Opening Frag jetzt hier für die Jungs jetzt hier von E-Wave. Schönes Ding. Währenddessen wird jetzt auch C4 an die Decke geschmissen. Findet aber keinen Damage jetzt hier auf Seiten von CS. Schade, schade. Also, wie gesagt, Runde 6, 1 Minute und 46 Sekunden jetzt unterwegs. Pre-Fire kommt durch. Und das heißt natürlich, Skyrex wird gegen CS. Findet hier mittlerweile die 3-5-Situation. Jetzt hier wieder zum Lead für die Jungs hier von E-Wave Esports Academy. So, auf andere Seite jetzt auch hier wieder das Ganze noch aufzumachen. Gravity wird gegen Gamatic. Benji wird gegen Fashy. 1-5-Situation. Es ist die erste Runde für die Jungs hier von E-Wave. Und es ist eine flawless Round. Also 5-1 geht's in den Roundswap und das heißt natürlich, die Aufholjagd auf seitens der elektronischen Welle, die ist am Laufen, die ist am Gehen. Schafft man das jetzt auch auf Seiten von Fact Gaming Founder Squad? Das ist natürlich die große, große Frage, meine lieben Damen und Herren. Es geht in die letzte Runde jetzt hier hinein. Erste Runde nach dem Roundswap und das heißt natürlich Bar Cocktail, erste Runde von E-Wave Esports Academy. Finally schnappt man sich diese erste Runde. Finally geht's auch für die Jungs jetzt hier los. Und das heißt natürlich, in Bar Cocktail könnten die Träume wahr werden für E-Wave. Und natürlich vielleicht diesen Comeback ansetzen. Nochmal die erste Map, die du verloren hast. Das war der Map-Pick von Fact Gaming. Das war okay. Natürlich schade, dass man das verloren hat, aber zu guter Letzt war halt dort auch Fact Gaming das stärkere Team. Auf der zweiten Map, das ist jetzt der Map-Pick von Fact Gaming. Ich meine von E-Wave und das heißt natürlich, du willst diesen Punkt, du willst dieses Spiel, du willst diese Opportunity natürlich dann auch in diese dritte Decider-Map nochmal reinzugehen, was in diesem Fall der Clubhouse wäre natürlich hier nochmal zwischen diesen zwei jungen Teams jetzt hier von E-Wave Esports Academy und den Jungs hier, ja, von den Jungs hier natürlich von Fact Gaming Founder Squad erstmal, boah, let's go. Bomb located by attacker. Moin Mewtwo's, fettes Danke für den Follow, Ehrenmann. Also meine lieben Damen und Herren, somit starten wir natürlich auch in Runde 7 jetzt hier wieder hinein zwischen Fact Gaming und E-Wave Esports Academy. Jetzt hier wieder weiter zur letzten Runde natürlich, vielleicht zur, ich meine zur siebten Runde, erste Runde nach dem Roundswap. Somit auch die erste Runde nach dem, nochmal wie gesagt, erste Runde nach dem Roundswap und du bist jetzt hier gerade 5-1 voraus für die Jungs für Fact Gaming Founder Squad. Klar, du hast in der Defense geschadet auf der Map jetzt hier auf Café Dostojewski, was natürlich bedeutet, du hast jetzt hier klaren Vorteil jetzt hier dabei. Du bist aber natürlich auf der anderen Seite jetzt mittlerweile auch in Runde 7 natürlich nochmal den Stock aus dem Hintern rausnehmen und natürlich hier nochmal richtig, richtig fett loslegen, dass du natürlich auch hier wieder, ja, dein Game natürlich dabei hast. Und währenddessen findet hier Reezy den Opening Frag, kam Madig erstmal draußen. 4-5 Situation natürlich jetzt hier zum Start. Schönes, schönes Ding. Und ja, auch hier wie gesagt, Runde 7 geht es hier wieder los. Kopfstein wird gegen Reezy, währenddessen wird es die Granate. Flex wird gegen Kopfstein, 3-4 Situation. Was ein Start ist hier mittlerweile in Runde 7 natürlich hinein. Flash währenddessen mit dem nächsten Angle jetzt hier wieder nach vorne in diesen langen Korridor hinein und er wartet und wartet und wartet jetzt hier natürlich auch auf diesen ersten Spieler, um natürlich da irgendwie nochmal die Träume nochmal wahrzumachen, um das Ganze jetzt hier nochmal rauszuholen. 1:59 unterwegs. Runde 7 jetzt hier, wie gesagt, unterwegs. 3-4 Situation jetzt auch hier wieder auf dem Timer. Währenddessen wird jetzt hier natürlich auch Flashy nach dem ersten Spieler jetzt hier nochmal gesucht. Und das heißt natürlich, auf der anderen Seite geht es jetzt hier mittlerweile auch wieder in dieses Stand-Off-System jetzt hier mittlerweile hinein. Runde 7 jetzt hier mittlerweile mit einer 5-1 Situation. Fact Gaming jetzt hier, wie gesagt, mit dem Aufbau. Man holt auch hier tatsächlich schon eine Überzahlsituation für E-Wave heraus. Das heißt natürlich, man geht jetzt auch hier wieder in Richtung Overtime oder in Richtung Comeback. Benji auf der anderen Seite muss natürlich wieder in Richtung Objective rotieren, hat wahrscheinlich auch da ein bisschen Paranoia von den Windows und währenddessen Gravity mit dem Kill gegen CS findet die 4-2 Situation, Fash wird jetzt auch noch rausgeholt, 4-1 Situation, es liegt alles noch am Bongo, wenn er jetzt hier natürlich den Spieler jetzt hier nochmal hochholen kann, dann könnte er natürlich auch das jetzt hier nur, ach so, nevermind. Das heißt natürlich auch hier Kyrex mit gegen Bongo, Gravity mit dem Finish gegen Flashy und meine lieben Damen und Herren, E-Wave Esports Academy schnappt sich die erste Runde nach dem Roundswap, ist voll und ganz dabei jetzt hier in Richtung Comeback zu laufen, aber ich glaube Fact Gaming, die haben was dagegen. Somit Runde 8, meine lieben Damen und Herren, macht einfach in den Chat rein. Wow! Oh ja, ich schon wieder vergessen abzudecken.
So, meine lieben Damen und Herren, Kitchen Service wird jetzt hier mittlerweile auch Spot Nummer 8 sein, den jetzt hier natürlich angespielt wird. Wie gesagt, es ist die zweite Runde, jetzt, die jetzt hier wieder von den Jungs hier nach dem Roundtop jetzt hier nochmal hingelegt wird. Erste Runde kannst du für dich jetzt hier nochmal securen. Und das heißt natürlich jetzt auch in Runde Nummer 8 jetzt natürlich nochmal losgehen. Vielleicht das Ganze jetzt hier tatsächlich jetzt hier, ja, vielleicht nochmal schnappen, vielleicht jetzt hier nochmal für dich zu securen. Das wäre natürlich das Schöne daran, aber zum das hier zu schaffen, musst du jetzt hier natürlich erst nochmal gegen natürlich Fact durch und natürlich nochmal in dieses Matchup hinein. Und das ist natürlich, Jesus, da ist natürlich die große Frage, schafft man das auch? Bomb located by attackers. 10 seconds left before insertion. So, Runde Nummer 8. 5-2 Situation jetzt hier noch zwischen Fat Gaming und E-Wave Esports Academy jetzt hier natürlich unterwegs. Und das heißt natürlich, wir gehen jetzt hier mittlerweile auch wieder ins Game hinein. Hier wieder mit einer sehr, sehr gespannten Lage natürlich das Ganze wieder hinzugehen. Moin, All Gamer 14-1. Oh, Jesus Christ, was ein Name. Und wie gesagt, Runde 8, 2 Minuten 48 Sekunden. Fat Gaming jetzt hier gerade mit dem, immer noch mit dem absoluten Lead 5-2 natürlich auf der Mac-Pick von E-Wave Esports. Und man hat schon insgesamt 3 Maps, 3 Games, konnte man 7-2 gewinnen. Die erste Map natürlich ist von E-Wave, war die erste Ausnahme jetzt hier in diesem Cup. Das war ein 7-5 für das Team jetzt hier von Fact. Eine sehr, sehr knappe Lage natürlich jetzt hier, um das Ganze nochmal anzumerken. Aber natürlich geht es jetzt hier in Runde 8 natürlich auch hier wieder hinein. Du gehst jetzt hier mittlerweile wieder mit dem ersten Aufbau, jetzt auch wieder vom Topfloor, wirst natürlich schnell in dieses Map-Clearing gehen, auf Seiten von Fact Gaming Founder Squad. Auf der anderen Seite denke ich, hast E-Wave sich da immer noch das Ganze jetzt hier zu holen. Chef noch hier. Du redest ziemlich schnell. I know, I'm sorry. So, also, Runde Nummer 8, 2 Minuten auf dem Timer unterwegs. Fashion mit dem ersten Engel ist ja natürlich auch wieder in Richtung Barcock. Denn da kommt der Shot jetzt hier wieder von diesen Lobby Stairs raus. Hier natürlich von Gravity. Habe ich gar nicht auf dem Schirm gehabt, aber trotzdem, der Damage ist da. Fashion immer auf 100 HP, auf genau 50. Genau das gleiche ist ungefähr auf CS zu sehen. Er auch nicht mehr wirklich auf viel Leben unterwegs. Und das heißt natürlich, in Runde 8 geht es jetzt hier auch hier wieder mit einem sehr, sehr spannenden Ding vorwärts. Fashion mit gegen Reezy. 5-4 Situation. Fat Gaming findet hier mittlerweile tatsächlich auch wieder den Lead mit dem Double Kill. Fashy mit den Flakes und natürlich vorher nochmal Reezy draußen. Und Fat Gaming ist jetzt kurz davor, das Ganze endlich in einen Map Point oder besser gesagt Match Point hier nochmal reinzusetzen. Und das wäre natürlich ein super, super Ding. Also, Kamadik mit dem gegen Super Benji Headshot. Und das heißt natürlich, 5-2 Situation will hier die, tatsächlich auch die Twitch hier mittlerweile diesen Drop ansetzen und ich glaube, jetzt sucht sie aber den Spieler und nein, das ist die falsche Richtung. Oh Gott, wäre er jetzt gedroppt, dann hätte ich mich nur gefragt, wieso, mein Junge, wieso. Aber trotzdem, 50 Sekunden auf dem Timer. Das heißt natürlich, die Jungs sind jetzt hier wieder unterwegs und meine lieben Damen und Herren, Ladies und Gentlemen, 49 Sekunden, es ist immer noch unterwegs. Bongo mit dem ersten Engel jetzt auch hier wieder in Richtung Bottom Floor, wartet natürlich da wieder auf einen, ganz gespannt auf seinen ersten Spieler, der vielleicht nochmal zurückrotieren will, aber was man halt natürlich auch kommunizieren muss, dass mittlerweile eigentlich auch der Aufbau wieder weit kommen kann. Triple Kill, Fashy, es liegt hier alles auch an Gravity, den Matchball zu verhindern auf dem Jäger mit seiner 416C, holt den ersten und Fashy, kann er den zweiten holen, naja, holt den zweiten, aber der Drop ist es, Grammatik mit dem Kill gegen Gravity und das heißt, Fact Gaming Founder Squad geht in Matchpoint hinein, 6-2, eine Dominanz auf sich, was jetzt hier gerade die Ära von Fact Gaming wieder mal bezeugen kann. Meine lieben Damen und Herren, Matchpoint ab in den Chat, Hashtag Comeback oder Hashtag sagt zu, hier in unserem absolut epischen Viertelfinale. Nochmal, das ist das letzte Match vom heutigen Abend. Morgen um 13 Uhr geht's los mit dem ersten kleinen, also mit dem ersten Halbfinale. Dann natürlich danach anschließend das zweite Halbfinale und dann am Abend natürlich nach den zwei Halbfinalen geht es in dieses erste große Finale natürlich hinein von den ersten Qualifier von Clash of Royals. Ja, ersten Qualifier. Wie viel gibt es denn noch? Es gibt 3 weitere, das heißt 3 weitere Möglichkeiten für euch dort teilzunehmen, für euch den Spot im Clash of Royals Season 2 natürlich zu übernehmen und somit auch natürlich hier wieder zu sagen, Stay Royal, meine Freunde, Stay Royal und natürlich auch hier spielt mit, fiebert mit. Ein neues Turnier, das jetzt hier wieder am Steigen ist. Und ich hoffe natürlich, auch wir können eine gewisse Reichweite hier wieder euch mitgeben. Matchpoint-Situation, Fat Gaming gegen E-Wave. Meine lieben Damen und Herren, let's go.
10 seconds to go. 5 seconds remaining. So, wir gehen jetzt hier mittlerweile natürlich in diese Matchpoint-Situation hinein und wir sind natürlich jetzt hier mega gespannt, ob man das tatsächlich jetzt hier auch mit nach Hause nehmen kann. 2 Minuten 49 Sekunden natürlich jetzt hier zu spielen. Und wie gesagt, das Matchpoint-Situation ist hier gerade von Fact Gaming Founders geworden. Die jetzt natürlich mittlerweile am Hochrepellen sind, jetzt auch hier wieder in Richtung Objective und natürlich auch hier wieder in Take jetzt hier. Vielleicht von dieser letzten Runde, wenn dessen E-Wave natürlich alles daran hindern will, dass das Game jetzt vorbei ist, weil wenn man jetzt hier rausfliegen würde, müsste man sich natürlich jetzt hier nochmal durch diese zweite Qualifier durchkämpfen. Ich glaube, das wollen die Jungs jetzt hier vorerst mal nicht und somit schauen wir natürlich jetzt hier nochmal in dieses Matchpoint, in diesen Matchpoint natürlich hinein. Fact gegen E-Wave jetzt hier unterwegs und wir sind natürlich mega, mega gespannt, wer das Ganze jetzt hier tatsächlich holen wird. Währenddessen findet ihr mittlerweile auch tatsächlich das erste Meterwind jetzt hier wieder auf dem einen. Drop mittlerweile auch hier wieder da und auch der Breach, den man jetzt hier mittlerweile tatsächlich nochmal hinbekommen will. Währenddessen Kopf sein mit dem Opening Frag, findet ihr Fakes erst einmal raus. Schönes Ding natürlich jetzt hier mittlerweile auch wieder im Top Floor. Und das heißt natürlich 1 Minute und 50 Sekunden jetzt unterwegs. Prefire jetzt hier gegen die Wall. Kyrex mit dem Ausgleich, aber findet jetzt CS. Währenddessen wird natürlich auch hier der Utility Bait jetzt hier nochmal über die Bühne gebracht. Auf der anderen Seite sucht natürlich immer nochmal wieder nach diesen ersten paar Spielern. Gravity auf der anderen Seite jetzt auch hier mittlerweile immer noch in der Main Lobby natürlich dabei. Wartet natürlich jetzt auch da wieder nach den Spielern, dass er natürlich auch hier irgendwie vielleicht nochmal an einen Kill rankommen kann. Trotzdem 1 Minute 30 Sekunden auf dem Timeboard. Was macht Fact Gaming jetzt hier aus ihrer Situation? Engel wird jetzt hier weiterhin immer noch in den Topflug gehalten, wartet natürlich immer noch da nach einem ersten Spieler, der natürlich jetzt hier pushen könnte, wenn das dann auf der anderen Seite natürlich auch der Push jetzt hier, oder besser gesagt, die Spieler jetzt hier natürlich nochmal unten gesehen werden und auch der Drop hier mittlerweile bald langsam aber sicher natürlich jetzt hier nochmal angefordert wird. 1 Minute auf dem Timeboard, was machst du jetzt hier? Kamanek mit dem Kick gegen Gravity, 4-3 jetzt hier nochmal draußen, währenddessen wird jetzt hier natürlich nochmal das Ganze jetzt hier nochmal fortgeführt, du suchst auch da wieder nach dem Spielern, währenddessen auf der anderen Seite natürlich jetzt auch hier nochmal die Drohne nochmal gefunden wird, hier nochmal das vertikale Gameplay jetzt hier nochmal losgeht und auch hier natürlich wieder weiter nach dem ersten paar Spielern jetzt hier nochmal das, Maestro, ganz, ganz knapp jetzt erst einmal rausgekommen. Und 1 Minute 45 Sekunden jetzt hier, wie gesagt, auf dem Timeboard unterwegs. Währenddessen kommt der erste Peak jetzt hier von den Jungs und der Peak um die Corner. Benji wird gegen Fashi. 2-3 Situation. Kyrex wird jetzt hier mit einem Double Kill finden. Finde ich sehr, sehr schönes Ding. Und somit 2-3. Kyrex, Benji und Reezy jetzt hier, wie gesagt, unterwegs. Und währenddessen wird es hier natürlich auf der anderen Seite jetzt hier auch diesen ersten Peak herum und eieieiei, was macht Kyrex? Was macht man jetzt hier auf Seiten von E-Wave? Man hat zwar natürlich die Überzahlsituation jetzt hier mittlerweile nochmal gefunden. 10 Sekunden, die jetzt aber noch auf dem Timer bleiben. Kyrex wird gegen Kopf sein und der letzte lebende Spieler ist jetzt hier natürlich da. Kyrex mit dem Dropshot für den Bongo raus und E-Wave saved sich eine weitere Runde und wir gehen somit in 6-3 hinein. So, also meine lieben Damen und Herren, wir gehen jetzt hier mittlerweile tatsächlich in Matchpoint Nummer 3 hinein, 2 hinein. Und das heißt natürlich, man kann jetzt hier so sich vorerst nochmal eine Runde saven, man kann jetzt auch hier diese 7-2 vorerst nochmal, nein, das heißt natürlich jetzt auch hier mittlerweile 28 Sekunden wieder im Aufbau wieder dabei. Fact Gaming gegen E-Wave, eSports Academy jetzt hier wieder unterwegs. Und das heißt natürlich, Matchpoint-Situation ist hier immer noch da. E-Wave will natürlich das Ganze jetzt hier nochmal rausholen. Das heißt natürlich, 17 Sekunden jetzt hier wieder im Timer natürlich noch dabei. Und das heißt natürlich, wir sind auch hier wieder sehr gespannt, wer das Ganze tatsächlich ziehen kann. Nochmal, wenn jetzt hier Fact Gaming das Ganze gewinnt, dann ist man natürlich im Halbfinale und dann ist man natürlich noch einen Step näher an dieser ersten Qualifikation. Als erstes vielleicht Team jetzt hier. Das Ganze noch zu halten, natürlich absolute Top-Participants jetzt hier nochmal in ihrem Gegenwart sind natürlich ein Eutacticum,
die man tatsächlich im Final facen könnte. E-Wave, Youngsters oder Wupchoxy jetzt hier parallel gerade auf dem Kanal von Tuspo Torni gerade natürlich nochmal spielen. Und natürlich zu guter Letzt auch noch ein Ruhesports wie auch ein Experience. Sapphire, die jetzt gerade nochmal gegeneinander sind. Und somit starten wir natürlich jetzt auch hier wieder ins Game hinein. Sind natürlich auch hier wieder sehr gespannt, wer das Ganze mit raus nehmen wird. Und wie gesagt, Matchball-Situation jetzt hier gerade zwischen Fat Gaming und E-Wave Esports Academy. Deswegen wird jetzt hier auch hier wieder die ersten Shots jetzt hier wieder über die Bühne gebracht. Auch hier wieder mit der Drohne wieder das Ganze nochmal rausgesucht. Und ja, Matchball-Situation, 2 Minuten 20 Sekunden auf dem Timeboard unterwegs. Wenn das im Kopf, der droppt natürlich jetzt auch hier nochmal hinein. 2 Minuten 15 Sekunden Zeit wird zum weiteres nochmal increased. Und das heißt natürlich, wir starten jetzt hier wieder in dieses Game selber nochmal hinein. Und ja, 2 Minuten auf dem Timer. Wie gesagt, wir sind gespannt, was jetzt hier nochmal auf der Seite von Fat Gaming jetzt hier natürlich nochmal hingelegt wird. Auch E-Wave jetzt hier mittlerweile in ihrer mittlerweile vierten oder also vierten Defense jetzt hier mittlerweile dabei. Fact zuerst mit dem Opening Frag findet ihr Gravity raus. Hier 5-4-Situation. Auch hier wird das sehr, sehr schöner Start. Kyrex wird gegen ihn. Fashy findet die 4-4-Situation. Muss natürlich jetzt auch hier mittlerweile wieder auf dieses ja, Utility Deny reingehen. Und man findet auf der anderen Seite natürlich jetzt auch hier mittlerweile tatsächlich nochmal das Mirror Window. 1 Minute 40 Sekunden. Was passiert jetzt hier zwischen diesen zwei Teams? Matchpoint-Situation jetzt hier, wie gesagt, immer noch unterwegs. 3 Runden brauchst du, bis du Overtime erreicht hast. Wenn dessen auf der anderen Seite jetzt hier natürlich auch der Peak. Ui, ganz knapp jetzt hier mal mit dem Gesicht natürlich nochmal vorbeigekommen. Und wie gesagt, auch hier mittlerweile Kofsen jetzt hier mittlerweile mit einem Breach in Richtung Window. Da suchst du natürlich auf der anderen Seite auch den. Die Futs jetzt hier natürlich nochmal da sind. Und 1 Minute 12 Sekunden. Links unten natürlich auch der Spieler, der jetzt hier mittlerweile nochmal rausgeschossen wurde. 4-4-Situation jetzt hier, wie gesagt, unterwegs. Kamadek mit einem weiteren Angle jetzt hier in diesen wirklich Long Angles. Kopfstab mit gegen Kyrex. Push um die Corner. 3-3-Situation. Auch da wieder schön gemacht. Badge mit gegen Kopfstab. 3-3. Mit dessen weiterer Ping. Angle jetzt hier da. Ping natürlich auf der anderen Seite. Suchst natürlich jetzt auch hier mittlerweile den Spieler wieder raus. CS auf der, wir finden mittlerweile auch einen weiteren Spieler. CS mit gegen Flakes. 3-2-Situation. Überzahl-Situation auf der Seite von Fat Gaming. Und man ist wieder dran und drauf, jetzt hier fein diesen Matchpoint zu verwandeln. Kann man das auch jetzt finally erreichen? Das ist natürlich die große, große Frage. Smoke Fantasy kommt ins Gebäude rein. Will natürlich das Ganze jetzt hier nochmal closen. Muss natürlich aber aufpassen, dass man jetzt hier nicht weggeschossen wird. Und währenddessen kommt natürlich auf der anderen Seite auch der Peak und der Corner. Und der Push. Und du findest den Spieler. 2-2-Situation. Schönes Ding. Mit hast du einen Double Kill. Badge mit gegen Bongo. Letzte Leben des Spielers ist injured. Und die Jungs hier von E-Wave schnappen sich auch diese Runde und können sich nochmal ein Stückchen weiter in Richtung Overtime spielen. Saven somit das Game. Und meine lieben Damen und Herren, es geht tatsächlich mit 6-4 in eine 11. Runde. Und somit auch ganz, ganz knapp natürlich wieder hinein. Eieieiei. E-Wave Esports Academy im Comeback Mode. Schmideno, fettes Danke. Schmidtchen 0, danke für den Follow, Ehre. Also meine lieben Damen und Herren, wir gehen jetzt hier mittlerweile wieder weiter in dieses Game. Das ist wirklich ein absolut interessantes Ding, was wir jetzt hier gerade jetzt nochmal zu sehen bekommen zwischen diesen zwei Teams. Das heißt natürlich, es geht jetzt hier mittlerweile in diesen Matchpoint hinein. Leute, halt nochmal ein bisschen für die Teams, macht nochmal ein bisschen Hype für Fact, macht nochmal ein bisschen Hype für E-Wave, chantet für die Teams, lasst den Chat nochmal ein bisschen erklingen, weil wie gesagt, beide brauchen gerade Support. Erstens E-Wave natürlich, dass sie diesen Comeback jetzt hier finally ansetzen können. Und natürlich auf der anderen Seite E-Wave gegen hey, wait, what? So, meine lieben Damen und Herren, Matchpoints sind jetzt hier, wie gesagt, wieder dabei. Und das heißt natürlich auch Fat Gaming Founders Squad jetzt hier tatsächlich immer noch zum, glaube ich, dritten oder vierten Mal jetzt hier wieder in der Chance, das Ganze endlich zu beenden und somit natürlich in den Feierabend zu gehen zu können und somit natürlich auch morgen wieder dabei zu sein in den Halbfinalen. Auf der anderen Seite hast du natürlich jetzt hier Fat Gaming, die jetzt hier, ich meine, E-Wave, jetzt hier natürlich irgendwie nochmal an diesen Comeback ran wollen, die natürlich auch diese, auf diese dritte Map gehen wollen, in diesem Fall wäre das Clubhouse. Und wenn das so wäre, ich glaube, dann würde es ihr tatsächlich schon mal sehr, sehr spannend werden.
weil ich sehe gerade nicht wirklich diese Energie, die man jetzt hier noch bräuchte, um gegeneinander zu gewinnen auf Seiten von Factbet. Die Jungs, die sind jetzt gerade nochmal im Matchpoint, die brauchen noch eine Runde, das könnten die vielleicht hinbekommen. Aber wenn die jetzt hier nochmal weitere 7 Runden gewinnen wollen, müssen, gegen ein Team, das gerade sowas on fire ist, sehe ich tatsächlich einen E-Wave mit der Nase vorne. Währenddessen aber hast du den Opening Frag hier wieder für E-Wave, wieder den sehr, sehr schönen Start. Und das ist natürlich auf der anderen Seite auch hier mittlerweile der Ping mittlerweile gegen den Spieler. Und das heißt natürlich jetzt hier tatsächlich auch, oh ja, ich habe voll vergessen, die Mod zu geben. Yikes. Und oh, Aces High, fettes Danke für den wunderschönen Sub. Dank dir. So, also, wie geht jetzt hier wieder rein? Albatros, auch dir fettes Danke für den Follow, of course. Und wie gesagt, wir haben jetzt hier wieder eine 5-4-Situation. Jetzt hier wieder zwischen diesen zwei Teams. Auch CS sitzt hier mittlerweile wieder auf diesen White Stairs unterwegs. Suchen natürlich auch da nach dem einen oder anderen Spieler selber nochmal raus. Er mittlerweile mit der Drohne jetzt hier wieder auf diesen White Stairs unterwegs. Muss natürlich auch hier erst einmal die Cam jetzt nochmal abschießen. Und somit 1 Minute und 34 Sekunden bleiben die jetzt hier natürlich nochmal Zeit. Natürlich auch vertikales Gameplay, das jetzt hier langsam aber sicher wieder losgehen kann. Und ja, meine lieben Damen und Herren, Fact Gaming ist hier gegen E-Wave Esports Academy natürlich nochmal da. Das heißt natürlich auch, musst du da erstmal das Ganze nochmal aufschießen von oben und nicht von unten. Musst natürlich nach den paar Spielern suchen, musst natürlich jetzt hier probieren, den einen oder anderen, wie gesagt, immer noch rauszuholen. 1 Minute 10 Sekunden bleiben die jetzt hier nochmal unterwegs, bis es natürlich doch jetzt hier in diesen wieder in Richtung Ende des Games geht. Kyrex mit dem weiteren Führungstreffer findet die 5-3-Situation. CS draußen. Und das heißt natürlich hier in Kopfsen, Kamarik und Bongo wieder ganz alleine wieder in diesem Matchup. Und es sieht danach aus, es könnte aber tatsächlich jetzt hier diesen Comeback vermöglichen. Wird es auch der Fall sein? Das ist die große Frage. 5-3-Situation. Meine Damen und Herren. So, nee, Varu ist auch ein Mod hier beim Clash of Royals, nur dass ihr es wisst. Und das haben wir schon mal abgemacht, dass ich ihm Mod gebe während dem Turnier. So, wie gesagt, währenddessen findet ihr... Oh nein, Bongo, nein! Flakes mit der Kill und das heißt, das ist ein... Oh, E-Wave. Ei. Warte kurz. Ich schicke den Link, wo man den Prize Pool auch sehen kann. Also meine lieben Damen und Herren, wie geht es hier bitte weiter? Natürlich nochmal in den letzten Matchpoint jetzt hier nochmal hinein. Es ist ein absoluter Comeback jetzt hier gerade von den Jungs hier von E-Wave. Und währenddessen verpasst man jetzt hier wieder die Chance, vielleicht das Ganze jetzt hier nochmal zu ziehen. Und meine lieben Damen und Herren, Ladies und Gentlemen, wie gesagt, es ist absolut spannend, was wir jetzt hier gerade zu sehen bekommen. Attackers need to locate and defuse as many bombs as they can. So. Also, wie gesagt, wir konzentrieren uns jetzt hier mittlerweile nochmal auf diese 12. Runde nochmal hinein zwischen diesen zwei Teams. Wie gesagt, das heißt natürlich, es geht jetzt hier mittlerweile wieder in diesen, in diese wunderschöne letzte vielleicht Runde hinein. Fact Gaming muss jetzt hier irgendwie nochmal rausholen. Und das heißt natürlich, Exxon, by the way, es ist, der Prize Pool findest du besser gerade, Attacker's objective is to defuse a bomb. So, also wie gesagt, 2 Minuten 39 Sekunden jetzt hier noch zu spielen. Das heißt natürlich, wir gehen jetzt hier mittlerweile wieder in dieses Game hinein.
Und meine lieben Damen und Herren, Ladies und Gentlemen, Fact Gaming jetzt hier gegen EUF Esports Academy jetzt hier wieder unterwegs. Das heißt natürlich 2 Minuten und 25 Sekunden jetzt hier natürlich wieder dabei. Und wir sind natürlich jetzt hier immer noch sehr gespannt, wer das Ganze jetzt hier nach Hause holen wird. Wie gesagt, volle große Spannungen, Spieler, die jetzt hier 100% dabei sind, natürlich auch das Ganze wieder zu loslegen. Vor allem Fact Gaming, die jetzt hier wieder ein bisschen am Throne sind und natürlich jetzt hier nicht in Overtime gehen wollen. Und das heißt natürlich 2 Minuten, wie gesagt, auf dem Timer unterwegs. Wenn dessen findest du mit, weil auch diese erste Smira-Window, die jetzt hier mittlerweile wieder da ist, muss natürlich auch hier nochmal probieren, das Window irgendwie noch wegzubekommen. Trotzdem eine mit 57 Sekunden noch zu spielen. Engels werden jetzt hier weiterhin gehalten. Uiuiui, unten ist natürlich auch der Spieler, der jetzt mittlerweile auch diesen Pressure-Situation jetzt wieder hinlegt. C4 von unten bekommt vorerst mal kein Damage. Gravity mit dem gegen Bongo. 4-5-Situation. E-Wave wieder mit dem Lead. Und das könnte es finally für diese Overtime sein. Long Engel, 5-3-Situation. Fact Gaming ist auseinander am Fallen. Und das zwar Spieler um Spieler. Eieiei, das kann nicht sein. Mit dessen nächster Peak. Und das ist ein Damage. Die wird jetzt hier nochmal. Deutsch. Erst einmal gegen CS nochmal reinbekommt. Bazooka, hast du VIP gewonnen? Wenn ja, dann mache ich dir das gleich. Kofse gegen Benji. Ich muss mir erst nochmal das Blatt Papier nochmal finden, wo ich die VIPs aufgeschrieben habe. Jedenfalls trotzdem jetzt hier nochmal Leaderboard. Wie gesagt, man findet vor allem den ersten Spieler jetzt hier nochmal gegen E-Wave. Falls du das VIP gewonnen hast bei Dings, beim Giveaway, ich muss nachher nochmal nachgucken, ich bin mir nicht 100% sicher. Trotzdem, eine Minute auf dem Timer, das heißt jetzt hier nochmal unterwegs und das heißt natürlich auf der anderen Seite auch weiteren Engel für diesen Spieler dort irgendwie nicht raus. Und das heißt natürlich auch hier wieder Brief-Fire jetzt hier unter durch. Da auch der Push mittlerweile wieder da von lieben Kofsen um die Corner selber jetzt hier nochmal hindurch. 3-4 Situationen. Und was machst du jetzt so auf Seiten von Kofsen? Wie gesagt, Push kommt jetzt da. Findest aber vorerst mal kein Spiel. Auf der anderen Seite das genau gleiche Kofsen jetzt hier mit dem Engel jetzt hier wieder in Richtung Objective selber. Währenddessen findest du jetzt hier tatsächlich immer noch diese Klatsch-Situation unterwegs. Du musst natürlich auf diesen Bottomfloor anspielen. CS muss natürlich jetzt hier mittlerweile auch mit dem ersten Drop tatsächlich vielleicht mal eine riskante Variation natürlich nochmal anbekommen. Auch hier der Engel und das Schild macht hier Damage. Kyrex mit dem Kick gegen Kofsen. Weiterer Ping natürlich da. 12 Sekunden. Kamadik mit dem ersten. 2-3 Situation. Schönes Ding. Hat den weiteren Engel wieder mal rausgeschossen. Kyrex mit dem Kick. Reese mit dem Kick. Wir gehen in Overtime. Meine Güte, was machst du auf Seite von Fact Gaming Founder Squad? Runde Nummer 13, es ist Overtime-Situation auf Seiten von EUF Esports Academy. Man hat einen 5-1-Round-Swap und wir gucken nochmal zurück in den Sirens Christmas Cup. Da hatten wir das genau gleiche 5-1-Round-Swap für das Team für Wooptrox Academy, aber E-Wave holt sich diesen Comeback und das könnte tatsächlich in dieser Runde wieder der Fall sein. Meine lieben Damen und Herren, Overtime, Gravity, oder besser gesagt, die Jungs hier von E-Wave stehen kurz davor, jetzt sind mittlerweile auf Map Nummer 3, und somit natürlich Clubhaus zu gehen. Und wenn man das schafft, dann würde man natürlich hier einen gewaltigen Sprung nach vorne machen. Nochmal Overtime Matchpoint, ich meine Overtime, meine lieben Damen und Herren. Tatsächlich darf E-Wave in die Defense, somit auch in die, meiner Meinung nach, ich glaube, ich habe was gerade falsch gesagt. So, eine Minute, ich meine 41 Sekunden jetzt noch zu spielen. Das heißt natürlich, wir gehen jetzt hier mittlerweile. So. Also, wie gesagt, 6-6 steht es jetzt hier gerade wieder zwischen diesen zwei Teams. Und meine lieben Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, es geht aber sowas von spannend wieder weiter. Und das heißt natürlich, wir können jetzt hier vielleicht tatsächlich einen Sieg von E-Wave sehen und somit natürlich auch einen Einzug in diese dritte Map. Jetzt hier nochmal zu begutachten. Fact Gaming jetzt hier, wie gesagt, gegen E-Wave Esports Academy, jetzt hier wieder unterwegs. Und das heißt natürlich, meine lieben Damen und Herren, es geht jetzt hier vielleicht in diese, tatsächlich in den Lead nochmal rein. Fact jetzt hier mit dem ersten Spiel nach dem nach Overtime-Start jetzt hier natürlich auf im Attack und müsste jetzt hier natürlich erstens entweder zwei Attacks oder natürlich eine Attack und eine Defense gewinnen. Und wir wissen alle, bisher konnte jede Seite erst eine Attack gewinnen und das ist natürlich mega, mega gut. Und mal gucken, ob man das jetzt hier auf Seiten von Fact
Ich meine, das ist mega, mega schwierig jetzt auch hier tatsächlich mal zweimal hintereinander direkt diese Attack gewinnen, falls man natürlich die Defense verliert. Währenddessen kommt der Push jetzt hier natürlich, oder besser gesagt, diese erste Yana-Panel mittlerweile ins Objective hinein. Sucht natürlich auch da erstmal den Intel und naja, das kann sein. Ja, ich sehe an, der war mal 5-5-Situation. 2 Minuten auf dem Timer. Nochmal zurück zum Thema, wie gesagt, Fact muss jetzt einfach diese erste Runde holen oder natürlich die zweite. Bei der zweiten wird es halt natürlich einfach nochmal ein bisschen spannender, weil man dann halt nachher, das wäre dann die letzte Situation, wo man das wirklich auch holen könnte. Außer man würde natürlich auch gleich nachher nochmal die Defense verlieren, das wäre natürlich auch nicht das wirklich das Schönste, was du haben willst. Und währenddessen findet ihr Fashi den Opening Frag, nee, es ist Kopfsam mit dem Opening Frag Greasy draußen. Fashi findet Benji raus, hier mittlerweile 1 Minute und 38 Sekunden natürlich zu spielen. Fashi jetzt hier mit einem Double Kill, findet Kyrex raus. Und du bist vor dem Objective angekommen. Du gehst auf Objective Push. Drop mittlerweile da aus. Das hast du viel zu spät gesehen. Auf beiden Seiten kommt man nicht zur Realisierung. Kopfsam mit Kicking Flakes. 5-1-Situation. Plant geht durch. Und meine liebe Damen und Herren, es sieht danach aus, als würde Fact Gaming sich diese erste Runde nach dem Routes abholen. Das tun sie auch. Und jetzt muss E-Wave das genau gleiche schaffen. Nämlich eine Attack gewinnen, um natürlich jetzt hier auf diese dritte Map zu gehen. Meine lieben Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, Match. Matchpoint Overtime jetzt hier für Fact Gaming. E-Wave wieder muss den Comeback setzen, muss wiederholen. Nur der Hashtag sagt zu oder Hashtag 77. Wer auch, was auch immer. Trotzdem, paar Cocktail wird jetzt hier angespielt von den Jungs hier vom Fact Gaming. Das ist das stärkste Objective und Fact ist ein starkes Defender-Team. Das haben wir in den ersten 5 Runden gesehen. Was werden sie jetzt hier mittlerweile in dieser mittlerweile 14. Runde machen? Werden sie tatsächlich endlich das Game beenden und somit in den Feierabend lassen und natürlich dann uns noch gespannter auf morgen lassen, wo man dann gegen entweder Wuptrox oder natürlich die Jungs jetzt hier von E-Wave Esports Youngster spielt, oder muss man jetzt hier nochmal auf eine Map? Das ist die Frage. Wie gesagt, auf der anderen Seite, ihr könnt gerade das Match zwischen Wuptrox und E-Wave Esports Youngsters im Viertelfinale auch dort natürlich nochmal sehen. Ist auf dem Kanal von Toastbrot Dorni. Dort steht es gerade 1-0 nach der ersten Map für E-Wave. Ich meine 1-0 für Wuptrox. Erste Map ging jedoch an E-Wave Youngsters. Und das heißt natürlich auch, da sind wir natürlich wieder sehr gespannt, wer das Ganze mit rausholen wird. Meine lieben Damen und Herren, Runde Nummer 14. Fact Gaming Founder Squad gegen E-Wave Esports Academy. Macht nochmal ein bisschen Hype in den Chat rein, weil wir starten jetzt ins Game hinein. Das heißt natürlich, Fact Gaming jetzt hier mittlerweile auch mit der Möglichkeit, vielleicht das Ganze jetzt hier feinlich zu wenden, somit und wie gesagt, uns auch zu entlassen. Das ist natürlich die große Frage. Overtime Matchpoint wird hier jedoch immer angesetzt. Hier natürlich mit dem letzten, Preparations, bevor es dann wieder reingeht, und dann können wir endlich auch diese Runde, wie gesagt, per Gutherzen in offenen Armen natürlich entgegennehmen. Und wir sehen jetzt hier gerade auch eine sehr, sehr interessante Sache. Du spielst mega aggressiv. Ich glaube, diese Strat hat E-Wave schon mal ausgepackt gegen Fact Gaming bei einem DSBL Pokalfinale. Wenn ich mich nicht ganz, oder Halbfinale war das sogar. Ich bin mir nicht mehr sicher, aber es kann auch sein, dass es gegen Wolves war. Ich weiß aber, dass E-Wave das einmal geschafft, gemacht hat. Wenn ich mich nicht ganz irre. Nochmal, kann sein, dass ich mich irre. Trotzdem, 1 Minute 10 Sekunden zu spielen, 2 Minuten 27 2 Minuten 27 Sekunden zu spielen. Unten kommt der erste Aufbau. Du spielst auch tatsächlich in einem sehr, sehr harten Roam-Game jetzt hier mittlerweile unterwegs. Und tatsächlich, das Team jetzt hier von E-Wave mittlerweile auch mit einem Top-Floor-Aufbau. Jedenfalls sind wir natürlich auch hier wieder sehr gespannt, was man jetzt hier nochmal aus dieser Runde noch rausholen kann. 2 Minuten auf dem Timer. Und es sieht nach außen, würde Kaufsein vielleicht jetzt hier diesen ersten Push jetzt hier wagen können. Vielleicht auch hier ein Outro jetzt hier nochmal über die Bühne bringen. Das ist hier nicht die große, große Frage. 1 Minute 50 Sekunden. Let's go. Bomb has been located. 1 Minute 35, wie gesagt, die Zeit wird jetzt hier noch ein weiteres, gespannter. Und währenddessen kommt auch der Push von oben. 4-5-Situation, Opening Frag Greasy jetzt hier gegen Fashi. Findet ihr natürlich einen starken Start auch wieder in dieser Runde natürlich raus. Somit hast du 1 Minute und 20 Sekunden auf dem Timeboard selber nochmal unterwegs. Muss natürlich auch hier nochmal aufpassen, dass du jetzt hier natürlich nicht rausgeschossen wirst. Overtime Match von jetzt hier, wie gesagt, unterwegs. Und,
Fat Gaming Founder Squad jetzt hier tatsächlich wieder mit einem ersten Disadvantage. Bongo findet aber den Ausgleichstreffer, findet hier Gravity nochmal raus, kann das 4-4 jetzt nochmal rausschießen. Auch hier natürlich wieder schönes Ding. Und ja, 50 Sekunden auf dem Timeboard. Die Zahl wird zum Weiteren nochmal increased. Der Push sollte jetzt auch langsam kommen, dass die 4 fliegt. Aber es ist Fat Gaming, die jetzt hier nach zwei schnellen Killen natürlich in einer absoluten Unterzahl sind. Prefire geht jetzt auch hier durch und du musst jetzt hier natürlich auf den Blackout. Oh, Grammatik! 2-3 Situation, kann den ersten Comeback-Killer übersetzen. 2-2, Grammatik ist absolut on fire. Aber er kann keinen dritten holen, wenn dessen Kopf seinen ersten holt. Aber Kyrex Double Kill, wir gehen in 7-7. Eieieiei, man holt beiden Seiten, holt man jetzt hier eine Tech. Und jetzt muss man das ein drittes Mal schaffen. Und zwar auf der Seite von Fat Gaming. Jetzt hier in der letzten Runde, in dieser Overtime. Runde Nummer 15 zwischen Fat Gaming und E-Wave Esports Academy. Es geht in Overtime Matchpoint. Es geht in den absoluten letzte, in diese absolut letzte Runde hinein. Jetzt sind wir zwischen zwei Teams. Und meine lieben Damen und Herren, die Jungs, die wollen einfach weiter. Und da merkt man, die Jungs, die sind am Schwitzen. Die wollen es. Die brauchen es. Und paar Cocktail wird vielleicht für einer der Teams das letzte Objective sein in diesen ersten Qualifier. Oder wir gehen auf Map Nummer 3. Das ist jetzt diese große Frage. Was von diesen zwei Sachen wird es sein? Werden wir Clubhouse heute noch sehen? Oder werden wir Fat Gaming ins Halbfinale schicken? Das ist, wie gesagt, diese Frage. Und meine lieben Damen und Herren, auf der anderen Seite hast du jetzt auch das Six-Pick jetzt hier weg von Bandit erstmal in Richtung Mute. Und by the way, beide Teams auch hier, wie gesagt, in der DSPL Ultimate League, die treten am 7. Spieltag gegeneinander an, nachdem natürlich sie schon harte Games gegen 404 Multigaming hatten, gegen ein Team wie ein GHR, wie also Team Focus natürlich von GHR, gegen Phoenix, gegen Experience Main Team, was in diesem Fall Silent Peak ist, also das Ex-Silent Peak, gegen etc. Gegen zum Beispiel einen Wolves auch noch, gegen einen Digital Clouds auch noch. Also wie gesagt, die Jungs werden nochmal aufeinandertreffen nach einer sehr, sehr stark harten ersten paar Spieltagen natürlich. Und somit, meine lieben Damen und Herren, schauen wir natürlich jetzt auch hier in Overtime hinein. Nochmal 7-7. Beide Teams jetzt hier in der Chance, das Ganze zu beenden. Overtime Matchpoint. Wer wird das gewinnen? Attackers are moving to defuse a bomb. So, meine lieben Damen und Herren, somit wieder auch hier sehr, sehr große Gespanntheit. Geht jetzt hier natürlich wieder los. Das heißt natürlich auch, die Runde kann jetzt hier wieder gestartet werden. Und es ist tatsächlich Reezy mit dem ersten Opening Frag jetzt hier nochmal raus. Findet jetzt hier den Start ins Game hinein. Und ich muss kurz was gucken, ob der Stream, ja, das Stream sollte noch am Laufen sein. Ich habe gerade irgendwie was Kleines gesehen, aber meint. Das heißt natürlich auch hier wieder starten, das Game wird jetzt hier nochmal hingesetzt, Spieler sind natürlich auch hier wieder bereit, das Ganze wieder loslegen. Auf der anderen Seite will man auch die Granate mittlerweile schmeißen. Kann man das machen? Oh, die fliegt gut. Ja, kann aber leider keinen Kill holen. Wenn der auf der anderen Seite kommt jetzt auch ein C4 raus. Auch das leider keinen Damage gemacht. Und man muss natürlich jetzt hier aufpassen, dass du jetzt hier natürlich nicht weggeflaggt wirst. 2 Minuten 14 Sekunden, weitere Granate kommt jetzt hier nochmal rein. Macht auch hier wieder einen Damage an Flakes. Und auch hier der Ausgleichstreffer Grammatik mit KG im Flakes. Findet hier, wie gesagt, die 4-4-Situation. Auf der anderen Seite müsst ihr jetzt hier natürlich auch das Mira-Menü jetzt hier nochmal kurz öffnen gehen. Floornate wäre eine Möglichkeit, aber du gehst natürlich dann in die Gefahr, dich selber nochmal wegzufraggen. Und das willst du auch hier in diesem Fall wahrscheinlich nicht. Also entscheidest du dich vorerst mal dagegen. Weitere Angle jetzt auch hier. Benji will natürlich einen Outrun machen, ist sehr, sehr eingekesselt und CS auch mit einem Kill gegen Benji. Und meine lieben Damen und Herren, 4-3-Situation, Fat Gaming jetzt im Lead, aber Gravity, Ausgleichstreffer, 3-3-Situation, Ausgleich, also da, Kyrex wird jetzt auch immer geinjured. Und das heißt natürlich, Fact ist wieder im Lead, ist wieder in der Führung. Push kommt rein, Kamadi gegen Reezy, immer noch der eine geinjured. Und Fat Gaming Founder Squad geht in das Halbfinale hinein gegen entweder Wuptrox oder die Jungs hier von E-Wave Esports Academy. Was ein erstes Game, was eine erste Map, was eine wunderschöne Sache. Zu guter Letzt geht die Runde an E-Wave, ich meine an Fact und somit natürlich auch das Game. Und das heißt, meine lieben Damen und Herren, wir sehen hoffentlich E-Wave wieder in den zweiten Qualifiers und natürlich auch nochmal in der zweiten Chance, hier das Ganze nochmal mit nach Hause zu nehmen. Was eine Runde, was ein Game. Und das heißt natürlich, wir gehen jetzt hier wieder mal in den Talk-Bereich hinein, meine lieben Damen und Herren. Wow! Fact Gaming schnappt sich die Map mit nach Hause, schnappt sich somit auch das Viertelfinale und wir sehen die erst morgen wieder im Halbfinale, wie gesagt, gegen Wuptrox oder gegen das Team von E-Wave. Und das heißt natürlich für uns, meine lieben Damen und Herren, für uns ist es heute gewesen. Wir haben wunderschöne 3 Stunden jetzt ungefähr gehabt.
in diesem Stream sind tatsächlich 4 Stunden gewesen, alright. Und das heißt, meine lieben Damen und Herren, wir sehen uns morgen wieder. Seid dabei, 13 Uhr geht's los mit dem ersten Halbfinale. 156 Zuschauer, war das top heute. Das ist geil und das brechen wir morgen. Heute, ja, frühestens natürlich im Halbfinale, also spätestens natürlich im Finale, meine lieben Damen und Herren. Und ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Wir werden natürlich jetzt euch weiterschicken zum lieben Toastbrot Dorni, der jetzt gerade immer noch Wuppjocks gegen E-Wave am Kasten ist. Ich auf dem Clash of Royals. Und das heißt natürlich, meine lieben Damen und Herren, wir sehen uns morgen wieder. Bye, bye.